Jo. Was macht er denn so, Kinder? Ja, ich würde quasi dahin fahren und Wohin? in unsere Freistadt wieder und unseren Achso. quasi Freunden berichten, dass sich um die Monster, die quasi, das war das Rote Meer, ne? Oder wie hieß das? Nein. Also du wirst es dem Das. Reparator berichten, ne? Ja. Offiziell sind die Kolonien in regem Handel beteiligt und da gibt's noch mehr Expansion von dort aus bald. Es gibt Oha. nur Erfolge. Natürlich. Aber ja, du wirst ihm berichten, dass es dort vernichtet wurde und er wird dir natürlich danken. Und Sehr dir schön. zum Feiern mit dir auf etwas Schraubenwein anstoßen. Sehr gut. Schmeckt genauso wie bei Sophie. Lecker. Nee. Richtig lecker. Nach Fit und feinstem Saalewasser. Eben. Lecker. Ja, dann, was kann ich denn noch für euch tun, damit ihr euch hier wohler fühlt? Und besser werdet? Größer werdet? Apropos wohler fühlen. David, Ja. was hast du eigentlich mit meiner Kühldecke gemacht? Wieso? Weil die irgendwie nicht mehr so wirklich richtig gut, also nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Und du warst der Letzte, der dran war. Ich habe sie rausgenommen und sie dir gegeben. Nee, du hast doch den Apfel da reingesteckt. Ach so, ja, gut, aber Was hast du damit gemacht? nix. Aber sie funktioniert nicht mehr so gut wie vorher. Vielleicht weil es einfach Sommer wird, beziehungsweise jetzt Frühling. Nee, sie ist ja für den Frühling und für den Sommer gedacht. Keine Ahnung. Memo an mich, dich nicht mehr dran lassen. Sophie. Also ich meine, der sagt ja nicht 100% genau alles. David? Was? Die anderen Deppen magst du täuschen können, aber ich kenne dich lange genug. Was hast du gemacht? Ich habe sie aufgenommen, habe mich kurz gewundert, warum sie so gut funktioniert, und dann habe ich sie wieder weggelegt. Mir auch nicht. Du hast dich kurz gewundert, ja? Es tut mir leid. Das kann den Besten passieren. Es schlummert auch in euch, liebe Freunde. Ich habe quasi nichts gemacht, außer einen verwerflichen Gedanken geführt. Und das dafür kann man nichts für eine solche Eingebung. Bei meiner tollen Kühldecke hast du die, aber bei deinem scheiß Kinderkopf im Schrank nicht, oder was? Nö, wieso? Weil der nervt. Meine Sophie? Decke nicht. Ich habe viele 100 Jahre darauf gewartet. Nun, was soll ich sagen? Ist halt keine robuste Technik. Müsstest du mal vielleicht so einen Nöcker bringen oder so. Nee, die hat keinen Nöcker gebaut. Das hat mich auch gewundert, sie funktioniert. Natürlich funktioniert sie. Die habe ich auch von den Berggeistern bekommen. Von den Berggeistern. Ja. So von denen. Was? Ja. Die habe ich vor Erzähl sehr mir. langer Zeit in Auftrag gegeben und dann war sie jetzt endlich fertig. Was heißt jetzt? Aber dann war sie endlich fertig.
Welche Berggeister? Na, die Berggeister auf dem, ich hab den Namen des Berges Oti vergessen. Petersberg. Auf dem Petersberg. Ich hab ihnen Milchreis dafür gebracht. Da haben sie sich gefreut und haben mir endlich meine Decke gegeben. Super, ne? Ja. Eine schöne Decke. Sie funktioniert erstaunlich gut. Ja, das stimmt, das tut sie. Aber jetzt nicht mehr ganz so gut. Muss da vielleicht einfach nur ein bisschen glauben. Was? Tee? Im Übrigen wäre es gut, wenn du Martha mal von dieser Freistadt erzählen würdest. Wollen wir das jetzt schon öffentlich bekannt machen? Ich dachte, wir wollten erst den Schleier noch ein bisschen verstärken. Na, ich weiß nicht genau, wie lange das noch dauert, bis wir das können. Und ich sag mal so, es ist schon sehr, sehr unhöflich, wenn wir das zu lange geheim halten. Das ist richtig, aber ich glaube, die Schrotblumen zum Beispiel entwickeln sich sehr gut, ne, wenn du da mal hinguckst. Ja, das ist ja schon mal die erste Beteiligung. Aber das werden sie durch Besucher nicht schlechter tun. Ja, aber ich meine, David, wir haben wenig andere Wahl. Ja, natürlich will ich den Leuten das auch zeigen. Aber ich wollte das ein bisschen schützen, vielleicht. Ja, aber wir wissen nicht genau, wie lange das dauert, bis wir das alles so hinkriegen, verstehst du? Naja, wenn wir erstmal die Schrotblume auch ein bisschen, dass sie sich hier etabliert haben, dann ist das ja schon hilfreich. Ja, das stimmt. Das Krankenhaus steht schon. Ich arbeite daran, jetzt eine Schule aufzuerrichten. Ich muss nur noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Sie wollen mir noch nicht wirklich glauben, dass das hilfreich ist, wenn die untersten Kasten wissen, wie man Sachen macht. Ich sage immer, wenn die Untersten schon wissen, wie man Leute zusammenpflegt, oder wenn man, ne, wenn sie, dann können sie ihre niederen Arbeiten durchführen. Das stimmt. Ich habe mit denen auch schon über Kriegsführung geredet. Aber das Ding ist einfach, wie gesagt, wir können einfach nicht zu lange warten. Und je nachdem, wie lange das jetzt dauert, das dauert dann ja auch noch ein bisschen, bis sich das so mal irgendwie rumgesprochen hat. Und wenn wir einfach die ganze Zeit gar nichts sagen, dann werden die Leute uns das sehr schnell sehr übel nehmen. Und dann werden wir diese Verteidigung schneller brauchen, als uns lieb ist. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und wir haben die Freistadt jetzt schon seit einem Monat. Nee, seit... Obwohl, ihr habt die schon echt lange. Ja. Zwei Wochen oder sowas, ja? Ja, ja. Lass mir doch erstmal den Wanst hier rein, würde ich sagen. Und dann mal gucken. Und vielleicht ein paar Saattüren, damit wir das einweihen können. Damit wir eine Einweihungsparty schmeißen können und dann machen wir eine große Einweihungsparty. Genau. Noch da? Ja, ja. Aber der Wanz wird davon nicht viel sagen. Nee, aber sie soll ja auch nicht großartig was erzählen. Sie soll einfach nur eine Rückzugsmöglichkeit haben. Das ist jetzt eigentlich eher... Also länger als eine Woche können wir nicht mehr warten. Ganz ehrlich. Länger als eine Woche können wir nicht mehr warten. Ab dann fängt es an, ich sag mal, Kreise zu ziehen, bei denen wir vielleicht Probleme bekommen. Und das möchte ich nicht. Okay, dann lass uns doch zusammenarbeiten, dass wir die Schrotblume ein bisschen auf Vordermann kriegen und dann lass uns das erzählen. Ja. Juti. Dann investieren wir jetzt Gamma da drin, würde ich sagen. Oder EP.
Ich finde das gleich. Ja. Das ist die Frage, geht das auf Wohlstand oder näher auf Wächter geht das? Auf Wächter sind quasi nur 10. Ja, dann habt ihr Stufe 2. Also Fäden 5 oder was? Wie ihr euch das aufteilt, ist mir egal. Ja, dann Fäden 5. Ich bin einfach dafür, dass ich dadurch auch den Wohlstand mehrere und einfach noch 10 weitere ausgebe für den, also insgesamt, dass wir 20 ausgeben und einfach den Wohlstand des Imperiums dadurch steigern. Könntet auch den Steuer steigern, dafür können wir nie eine Begründung finden. Das passiert einfach, weil die Freistadt mit euch und eurer Seele und eurem Wirt verwächst und sich gegenüber der Menschenwelt schützt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, je nachdem, ja, wie Roland dann hin und wieder mal drauf ist. Eben. Roland wird eure Freistadt nie finden, selbst wenn ihr ihn reinschubst. Trotzdem. Dann geben wir jetzt insgesamt jeder 10 Punkte aus und dann haben wir Schleier und Wächter auf 2. Wegen meiner. Wir könnten wegen meiner auch mehr ausgeben. Ist nicht das Problem. Mir erlaube ich euch aber erstmal nicht. Na gut, das ist ja was anderes. Judy ist notiert, ist das. Sehr schön. Nicht so schön. Das gefällt mir. Eine feierliche Eröffnung eines Schrottkolumns-Katapults. Das ist der große Auftakt dazu. Die haben schon Kanonen. Ja, ja, also ich meine, einer großen Befestigung, also einer kleinen, eines kleinen Wehrs. Genau, eines kleinen Wehrs, so heißt es so. Mit einer Militärparade und allem. Mhm. So eine schöne Sternburg, quasi. Sophie wird den Wanz wahrscheinlich tatsächlich mal irgendwann dann holen. Lass mich das abkürzen. Die ist natürlich hellauf begeistert, die findet das alles total cool. Sie beschwert sich natürlich ausgiebig, dass ein fröhliches Frühlingskind wie sie, wo soll sie denn jetzt ihre Fröhlichkeit und so. Aber eigentlich freut sie sich natürlich tierisch und wird in den Höhlen verschwinden und erst Stunden später auftauchen. Top. Ich meine, dafür ist ja da. So sieht's aus. Sehr gut. Dann würde ich sagen, organisieren wir uns ein paar Dings. Satyren? Ich würde sagen, du erzählst es einfach Martha und wir hängen es jetzt nicht an die riesengroße Glocke. Aber eine kleine Einbringung. Nee. Mit Gebäck? Wir können irgendwann mal eine Party machen, aber nicht jetzt. Aber mit Gebäck? Und nein. Ich, weißt du was? Ich gehe jetzt in die Kneipe und order mir erstmal ein paar Liter Bier, weil ich habe hier ja auch eine kleine Kneipe. Wenn dann jemand zu Besuch ist, dann kann ich quasi da was ausschenken. Dann kann ich denen das gleich ruhig-warm erzählen, warum ich sowas brauche. Mach das. Genau. Und wenn sie dann von sich aus kommen, die Einweihungsparty zu feiern, dann ist okay. Eben. Ja. Hm. Gesagt, getan. Ich würde natürlich vorher zu Martha gehen. Weil... Schon klar. Ne, es liegt auf dem Weg und B, es ist einfach höflicher. Ja. Also, niemand wird zu euch zu einer Einweihungsparty kommen, weil es hochgradig unhöflich wäre. Sag aber ihr, ich meine, ihr könnt ab jetzt immer die Feste, die euch nerven, einfach bei euch feiern und damit so tun, als wärt ihr voll höflich gegenüber dem Grafen und unter seinen Bräuchen und allem. Aber macht halt, was ihr wollt. So. Des Weiteren, es wird eine Woche dauern von diesem Zeitpunkt an. Bis bis einfach vor allen Dingen David, denn Sophie wird bestimmt nicht so die Lust dazu haben oder sich das eher aus der Entfernung angucken, meistens, bis da alle durch sind, der erste Schub, der sich die Scheiße anguckt, euch beglückwünscht, ihr kriegt einen Haufen kleiner Geschenke, es ist aber nichts der Rede wert. Und
Ihr werdet viel zu tun haben damit, eine gemeinsame Richtung zu entwickeln, wer mal tatsächlich Hilfe braucht und eine Nacht darin schlafen muss und euch einen eurer teuren Glamour-Punkte wegschnabuliert und wer nicht. Denn David möchte ja gerne helfen. Aber ich sag mal, viele testen natürlich, wie freigebig ihr seid oder wie gut man sich durchschnorren kann. Rumgeschnorrt wird nicht. Eben, also ich guck den Leuten schon quasi auf die Finger. Wenn... aber einfach krasser als bei Sophie. Natürlich ist der krasser bei mir, aber ich sehe das auch schon kritisch, weil wenn ich allen Leuten helfen, kann ich niemandem helfen. Das stimmt nämlich. Eben, man muss sich quasi auch ein bisschen aufsparen können. Mhm. Beauty. Also ich sag mal, Sophie ist nicht extrem geizig, aber die hat auch keinen Bock, sie auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ja, aber Sophie wird ja auch eher mit dem der harte Winter und so weiter. Ja. Dennoch werdet ihr in dieser ersten Woche kein weiteres Glamour mehr für euch ernten können. Da sind einfach zwei dabei, die wirklich ein bisschen krasser brauchen. Ja. Und ja, also ihr werdet Geschenke bekommen, die werden zu euch kommen, die werden ab und zu jetzt mal ein paar Leute sicherlich bei David im Pub sitzen, wenn der gerade da ist. Und ab und zu einfach mal vorbeikommen, ohne halt was zu nehmen, sondern einfach nur halt beisammen sein und ein paar Stunden in der Freistadt zu verbringen, ist natürlich angenehmer. Ja, was muss ich denen denn für den Fass Bier geben? Hm? Ich wollte ja zu den Satyren, um wenigstens ein Fass Bier dahinstellen zu können. Ja, und wieso musst du denen dann was geben? Naja, ich hätte sie ja schon dafür, also hätte die halt gefragt, ob ich denen was geben muss dafür. Ah, nee, das passt schon. Sehr gut. Kriegst aber dafür auch nur Normales. Das reicht mir ja vollkommen. Natürlich. Das ist immer noch chimärisch anscheinend. Weil sonst könnte es ja nicht, ne? Nein, normal chimärisch ist, damit meine ich, es ist kein Lakritzbier oder sonstiges, was so. Ja, ja, das reicht mir ja. Langweiliger Hopfen. Der heißt wahrscheinlich auch so, aber das ist eine gute Marke. 3 Tage hat David noch, bis er eine Begründung vom Graf vorlegen darf. Yay. Lass uns das auch abkürzen. Hast du welche? Naja, schon. Das ist halt die Begründung. Das ist halt wahrscheinlich aus dem... Ne, da haben die... Der Traum an sich hat ja quasi aus dem Grafen gesprochen. Wie der Traum das nun mal so tut bei Grafen. Ne? Und dementsprechend habe ich dem nicht widersprochen. Also wenn er das halt wieder haben möchte, bin ich niemand, der das anzweifelt. Wenn nicht, nun gut, freue ich mich über die Steine, dann kann ich meine Freistadt damit ein bisschen ausrüsten. Ist ja ein schöner Start. Ist Überredungskunst 3? Ja. Halt deine Scheißsteine, aber du glaubst auch tatsächlich ein Schmunzeln am Ende deiner Erklärung zu entdecken. Natürlich. Jutti, da war es auch hinter uns, das ist doch schön. Sophie, du verbrennst dich offiziell nicht mehr. Yay! Juhu! Das ist gut. Das weitere 9 Tage bis Beltane. Das ist gar nicht mehr so lang. Ja, das stimmt. Wie lange läuft denn die Sache mit Hannah jetzt schon? Von der reinen Zeitdauer sind das 15 Tage. Wenn du nicht aktiv dich informieren möchtest, werde ich dir dazu keine Aussage machen. Nö, aktiv informieren will sie sich erstmal nicht. Jutti. Keine Sorge, die kommt schon noch auf dich zu. Sophie hat ja eine ungefähre Ahnung, wie lange das dauert, ne? Ja. Du hast angefangen, Ich wollte nur wissen, ob Sophie da eine zeitliche Einschätzung hat. Ansonsten geht sie nämlich irgendwie... Zur Not geht sie am letzten Tag zu ihr hin. Ach nee, scheiße, ich habe mich auch gerade voll geirrt. Das sind nur 8 Tage jetzt her. Ach so. Oder 9 oder so. Ist noch nicht so lange.
Okay, dann geht's noch. Hat sie vielleicht noch ein paar Haarbüschel? Hm, er hat noch mehr als ein paar. Dann also, ist es ja gar nicht so schlimm. Sie wird erst nach der Hälfte der Zeit vollkommen so aussehen. Okay. Weil das schon ziemlich heftig ist. Wie wäre es denn dann, wenn ich nur einen Tag habe? Dann wird sie nach der Hälfte des Tages vollständig so aussehen. Ah, I see. Wobei, wenn das ein unpassenderer Spitzname wäre und Nutria und was ist es jetzt gleich wieder? Nacktmull. Nacktmull halte ich halt zumindest artverwandt für ganz gut. Das sind halt beides Nagetiere, ne? Das meinte ich zum Beispiel. Ja. Wäre es auch weniger stark. Hm. Also wenn du David als den Spitznamen geiler Hengst gibst, dann... Ich könnte ihm den Spitznamen Hühne geben. Auch das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, Du kannst mich aber nicht der Große quasi nennen, weil ich was Großartiges verbracht habe. Und dann passt das ja schon wieder. Nee. Karl, der Große war auch nicht so sonderlich groß. Er war einfach nur was Großes gemacht. Das mag sein, aber bei dir müsste ich mir nur einen Spitznamen überlegen. Da würde mir auf die Schnelle gar keiner einfallen. Und den willst der du auch schöne. Nicht, diesen Spitznamen. Den besten Namen hat sie übrigens für Baroness Soff, die Whisperhexe, erfunden. Ja. Trage ihn vor oder stirb. Das ist die Schnatterhexe. Das ist einfach so geil. Stell dir vor, die Gräfin mit so einem Entenschnabel. Und so einer Donald-Duck-Stimme. Das kann ich leider nicht machen, weil sie mich sonst irgendwie killen wird im Nachhinein, aber es ist halt schon... Sie würde dir nie etwas antun. Nein, nein, nein. Nur nicht die Blume mir das Leben zur Hölle machen, genau. Aber es ist schon schön so. Also es ist schon eine schöne Vorstellung, muss ich sagen. Man kann ja auch Spitznamen benutzen, ohne gleich Dinge zu entfesseln. Ja, ich sollte das doch mal Orakel überreden, ihr das anzutun. Aber dann riskierst du, dass du ja gar nicht mehr lange auf der Welt bist. Ja, leider Gottes. Ich sollte Hannah überreden, Andi, die kann nicht. Na Juti. Sophie. Du stromerst ja durch die Stadt. Wenn du schon so anfängst, weiß ich nicht, ob ich es hören will, ja. Man hat ja auch hier und da Besorgungen zu unternehmen und so weiter. Das ist ja einfach ein Ding. Und Halle ist ja ein Dorf. Also nicht wirklich, aber es gibt einfach Knotenpunkte, wo man Leute immer wieder trifft. Meinst du am Marktplatz? Zum Beispiel. Und so stehst du da. Der Weg nach Haus ist von dort aus dann doch ein bisschen zu nervig. Dein Fahrrad wurde standesgemäß gestohlen, wie das aller 3 Monate verordnet ist. Vermutlich wirst du es für 10 Euro oder 15 Euro irgendwo an einem mysteriösen Stand zurückkaufen können. Das ist doch toll. Also, dort nun wartest du auf die Bahn. Und aus der Bahn, die da gerade kam, steigt aus die junge Tissiri. Sie hickst. Und ein ganz kleines, winziges Bläschen rosa im Naturell entsteigt ihrem Mund. Immer noch? Bei Menschen ist die Wirkung ein bisschen anders. Dann wird sie sich halt genervt an die Haltestelle stellen, dich aber dann erblicken. Sie scheint verwirrt, wie es würde ganz langsam im Kopf was einrasten. Und dann tritt sie etwas fast schüchtern auf dich zu. Entschuldigung? Du warst auch irgendwie vor ein paar Wochen bei dieser Open-Air-Party. Du kennst doch den Kamal. Weißt du, wie ich den erreichen kann? Aus irgendeinem Grund haben wir dann gar nicht mehr... Also ich hab gar nichts von dem und... Naja.
Hätte ich gern. Hoffnungsvoll blickt sie dich an. Wenn du nicht möchtest, dass gleich etwas sehr Schlimmes passiert, solltest du dich jetzt umdrehen, unser Gespräch vergessen und gehen. Jetzt in diesem Ding hier eigentlich einschüchtern, gibt's sogar nice. Sie scheint etwas verwirrt. Hä? Wie bitte? Ich sagte, wenn du nicht möchtest, dass gleich etwas sehr Schlimmes passiert, solltest du dich umdrehen, dieses Gespräch vergessen und gehen. Aber du kennst ihn doch und, naja, kannst mir bitte mal aushelfen? Das ist echt wichtig. Warum ist das so wichtig? Na, weil... Sie guckt etwas verschämt zu Boden. Und dann richtet sie ihre Rehaugen auf dich und sagt: Na, weil der mir halt wichtig ist. Du siehst an ihrer Halsschlagader, wie ihr Herz schlägt, nur für ihn. Geh jetzt. Sie lässt sich nicht einschüchtern, übrigens, dein Wurf war jetzt nicht so prall. Hm? Ach komm schon. Was bist du denn jetzt so? Was kriege ich denn dafür? Keine Ahnung. Was willst du denn? Sie kramt die Portemonnaie raus. Nein, ich will kein Geld. Was willst du denn? Es ist quälend, oder? Hm? Naja. Ja, du bist das, auf jeden Fall. Und du willst unbedingt was von mir, du willst ihn unbedingt wiedersehen. Ja. Und was bist du bereit dafür aufzugeben? Was wärst du bereit dafür aufzugeben? Ja, lass mich mal nachdenken, was ein Mensch jetzt sagt, weil das eine Hoch oder tief? Hoch. Nehme ich jetzt die 10 oder die 1, die er rerollt hat? Na, die 10. Achso. Keine Ahnung. Meine Familie? Was willst du hören? Gut. Was? Deal. Sophie steckt jetzt einen Punkt Glamour da rein und reicht dir die Hand. Ich sagte, wo du ihn finden könntest. Boah, das ist ein übelst beschissener Eid, ne? Warte. Ich sag dir gleich, was ich für ein Problem damit hab. Pass auf. Er hat keine zeitliche Begrenzung, das hieß er auf ewig, das heißt auf Lebenszeit bei ihr, das sind 10 Glamour. Wie viel müsste ich ausgeben? Weil das ist, wie lange das dauert, wäre ja... Nein, wie lange sie dann ihre Familie nicht mehr sieht. Auf Lebenszeit schwört sie quasi nie, ihre Familie zu sehen, sind 10 Glamour. Dafür ziehe ich mal, weil es dir wichtig ist, 2 ab. Dafür, dass du ihr sagst, wo sie Kamal nur vermutlich findet. Wie lang wären die nächsten Zeitspannen?
Ja, und ein Tag ist 5 Glamour minus 2 ist 3. Okay. Und wenn du... Ja, mehr kannst du kaum machen. 3 ist, denke ich, sinnvoll. Ja. Machst du, ja. Hm. Dann musst du das aber bitte nochmal reformulieren. Du sagtest dir, ich zeig dir, wo er möglicherweise... Ich sag wo er dir, vermutlich... Ich sagte, wo du ihn vermutlich sehen könntest. Und du gibst mir im Austausch dafür deine Familie. Nee, im Austausch für deine Familie. Für das nächste Jahr. Sie scheint extrem verwirrt. Mhm. Sie. Ja oder nein? Deine Chance. Ja. Gut. Dann schlägt sie ein. Alles klar. Also wo? Hier auf dem Marktplatz. Sophie dreht sich jetzt um und geht. Er ist öfter hier. Ja, die ist sehr erbost, die wirft dir, weiß ich nicht. Sophie geht mit einem Schmunzeln davon. Einen leeren Plastikbecher hinterher. So, du besitzt ihre Familie. Ohne dein Zutun? Ach, siehst du mal, scheiße, ich hätte es noch anders aufziehen müssen. Ah, fuck. Wir hätten eine Bedingung machen sollen, weil die Sache ist, du kannst ja jetzt nicht ihre Familie abholen. Mhm. Dann wird die Banalität den Eid zerklatschen, wenn die sich wundern. Wir hätten eine Bedingung einfügen müssen, wenn du sie doch siehst, dann passiert was Schlimmes. Wir können das noch so einfügen und das kostet dich nicht mehr. Weil ich es vergessen habe. Aber mach keine zu heftige, okay? Was, du meinst, sie wird ihre Liebe nicht verlieren? Für immer? Nein. Fürs nächste Jahr. Dann kann sie für ein Jahr nicht lieben. Mhm. Okay, dann soll ihre Familie... Entweder sie gibt ihre Familie auf für ein Jahr und einen Tag. Oder ihre Familie liebt sie nicht mehr für ein Jahr und einen Tag. Boah, warte. Ja, und er hält auf jeden Fall durch, der Eid. Na, das hat dir geschmeckt. Bisschen. Ich hätte nicht mit dem hier am Marktplatz gerechnet, muss ich gestehen. Das war schon ziemlich gut. Naja. Daddy? Mhm. Dir ist klar, dass du jetzt Munition hast, immer wenn sie sagt, du hast jemanden die Freude weggenommen, was du dann antworten kannst. Ja, weißt du noch nichts davon? Ich sag dir auch Daddy, nicht David. Ach so. Mhm. Das, die Liebe wegnehmen ist schon hart. Nee, die Liebe ihrer Familie. Sie kann ja lieben, aber ihre Familie wird sie ziemlich gleichgültig behandeln. Was ziemlich hart ist, war damit einfach nach. Wie eine Vase. Ja. Danach aber ist die Familie zerstört. Das ist aber so nur wahr. Für ein Jahr und einen Tag. Ja, und die Folgen, die das Ganze halt hat. Eben. Naja, aber sie Bitch. Ist ja jetzt, wo er vermutlich ab und zu mal auftaucht. Ja. Stimmt ja auch. Zwar nicht mal gelogen. Es war ziemlich smart. Juti. Hey, was sag, in meinem Bett. Das wäre auch witzig gewesen. Da hätte die nämlich erstmal rausfinden, wo dein Bett ist. Dann wäre sie erstmal schockiert gewesen. Oh ja. Ihr ist erstmal das Herz gebrochen. Das wäre. Okay. So aber das wäre so meine Sophie nicht. Jo, ich verstehe. Und sie geht schmunzelnd und fröhlich weg. Ja. Das Fiese wäre nämlich, dann wird sie sich wahrscheinlich bei Muttern ausheulen. Und zack, Mutter wäre egal. Das wäre so zahm, zahm. Doppelkill. Kannst du das bitte leiser machen oder irgendwo anders? Ich möchte es hier gerade sehen, ja? Ja, genau. Mhm. Also ich meine, die sah nicht mal jung genug aus, als dass sie noch bei ihren Eltern lebte. Aber das ist ja irrelevant. Die ist vermutlich Studentin und die fahren öfter mal nach Hause. Ja, ja, es ist immer noch schlimm genug. Hm. Bitch. Eindeutig Bitch. Nee, ich fand das ziemlich okay. Und so gemein wie du ist sie ja jetzt nicht mal gewesen. Sie hat ja die Hoffnung gelassen.
Ja, der Trank wird in 4 Tagen nicht mehr wirken. Ja, ups. Beauty. Sophie darf auch mal eifersüchtig sein. Ich finde das alles eine äußerst positive Entwicklung und kann dem nur zustimmen. Dann ist ja gut. Hannah hat jetzt ihr Fett weg, Tessiria hat jetzt ihr Fett weg. Die konnte nichts dafür, aber sie ist halt der Kollateralschaden. Darf sich Hannah mit auf die Fahne schreiben, ist okay. Das kratzt Hannah ja jetzt nicht zwingend. Ich weiß. Die hat gerade andere Probleme. Nicht nur deswegen. Naja, das ist mir schon klar. Sie kennt Tessiria ja nicht oder Tessiria ist ihr egal. Nee, Hannah würde auch, wenn wir jetzt die Situation mal isolieren und sagen, Hannah, erführe nur, dass du das mit ihr gemacht hast, aus einem völlig anderen Grund, würde sie das gutieren und für einen guten Puka-Scherz halten. Wenn die Situation nicht so verfahren wäre. Ja. Naja, wenn der Trank bald aufhört zu wirken, ist es ja nur noch halb so schlimm für Tessiria. Dann hat sie erstmal die Trank-Nachwirkung. Oh, dann geht sie sich bei Mutti ausheulen. Und die Mutti ist ihr egal. Mutti, das ist doch voll egal. Das ist so super. Dann wird sie. Also gar kein Rückhalt, so ein Scheiß danach nochmal. Sehr tolle Freunde. Ich weiß nicht, ob die aus dem Bett kommt, wenn der Trank aufhört zu wirken. Sie hat ja noch Freunde. Ja, und eine kurze Zeit eine klinische Depression. Ja. Ich würde sagen, das ist ja nicht meine Schuld. Ja, stimmt auch. Man steckt seine Vagina nicht in Dinge, die einem nicht gehören. Scheiße, das war irgendwie falsch. Man stellt seine Vagina nicht Leuten zur Verfügung, die einem nicht gehören. Ja, oder die einem nichts angehen eher. Mhm. Sehr gut. Man lässt andere Leute nicht ihren Schwanz in die eigene Angelegenheit reinstecken. Jetzt wird's ziemlich gut, okay. Ja. Oh Mann. Leute, ich bin noch mal ein paar Minuten AFK. Ihr habt eh noch ein paar Dinge auszutauschen, von denen ihr euch gegenseitig nichts erzählt habt. Was denn? Ja, zum Beispiel David, Roland und so. Oder interessiert so viel, dass sie da nichts mehr egal, er macht halt irgendwas anderes. Er durfte nicht drüber reden. Eben. Sie hat ihn gebeten. Das war tatsächlich eine Bitte. Das war auch so zu spüren. Ja, aber Sophie fängt jetzt nicht an, David deswegen übelst auszufragen, wenn sie ihn bittet, darüber nichts zu erzählen und damit David sich möglicherweise noch ihren Zorn zuzieht, weil er es doch getan hat. Sophie ist nicht ganz so neugierig wie David. Dann redet über was anderes, mir egal. Und wie war dein Tag? Ach ja. Die schmunzelt ein bisschen. Ich konnte ein bisschen Dampf ablassen. Sehe ich, du hast ein bisschen Glanz verloren. Nur ein bisschen. Aber es hat sich gelohnt. Was hast du gemacht? Ich weiß, du wirst jetzt wieder sagen, das ist alberner Frauenkram, aber ich habe das Mädel getroffen in der Stadt. Du meinst diese komische Schlampe, die ich normal behalte? Ja. Ah. Liebt sie noch. Und sie hat mich genervt. Oh ja. Was hast du getan? Also sie wollte unbedingt wissen, wie sie Kamal erreichen kann. Und ich habe ihr halt gesagt, naja, ich sag dir, wo du ihn eventuell finden kannst. Und habe sie gefragt, was sie bereit ist, dafür aufzugeben. Und sie sagte, ihre Familie. Oh. Und es ist nicht für immer. Und dann, sag mal, hat sie jetzt ihre Liebe zu Kamal vielleicht mit der Liebe ihrer Familie zu ihr bezahlt. Und ich habe ihr gesagt, dass sie ihn vermutlich am Marktplatz finden wird, denn er ist ja öfter. Kleine Bitch. Also ich hätte ihr ja noch gesagt, dass ich das in deinem Bett vermuten würde, aber... Ach, das wird doch früher oder später, wird dieser Trank sowieso aufhören zu wirken und dann wird's der übelst scheiße gehen. Das muss ich nicht mal. Das Warum stimmt. Soll ich das hinauszögern? Die soll sich jetzt noch ein paar Tage ärgern und dann geht's ihr sowieso dreckig.
Und dann kann sie nicht mehr zu ihrer Familie, weil sie nicht mehr. Ja, sie hat ja noch Freunde, die habe ich ihr nicht weggenommen. Ich hoffe für sie, dass sie Freunde hat. Oh Mann. Und das hat ein bisschen gut getan. Ja. Das hat wirklich ein bisschen gut getan. Das glaube ich. Nett war das nicht. Das stimmt. Ich weiß auch, dass sie eigentlich nichts dafür kann, aber ich sag mal, die kann Hannah sich aufs Konto schreiben. Dir soll es auch nicht so gut gehen, habe ich gehört. Wo hast du das denn gehört? Man redet. Du redest, meinst du? Ne, ich höre auch häufig zu. Das ist eine sehr gute Sache. Ach, was erzählt man sich denn so Schönes? Sie setzt sich jetzt hin, schlägt die Beine übereinander, guckt ihn interessiert an. Naja, das könnte ich auch dich fragen. Was sollte man sich denn erzählen? Du hast doch Dinge gehört. Ich möchte gerne wissen, was du gehört hast. Na, sagen wir es mal so, sie hat jetzt anscheinend Falten und sie scheint doch ein bisschen älter zu werden anscheinend oder so. Auf jeden Fall trägt sie eine Perücke gerade. Das arme kleine Sandpapi. Sandpapi. Was zum Teufel ist ein Sandpapi? Guck doch nach. Guck mal, Handy raus, googelt den Scheiß. Oh. Du hast also davon schon gehört. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst, David. Lügnerin? Was hast du getan? Ehre, wem Ehre gebührt. Warum soll sie nicht aussehen, wie ich mich fühle? Du fühlst dich nackt. Nein, scheiße. Das kann ich verstehen. Halala. Ich hoffe, das gibt nichts zurück. Das bleibt nicht, oder? Nein. Na gut. Das wäre echt hart. Von mir aus sind wir jetzt quitt. Ich glaube, sie sieht das anders. Das werde ich dann sehen, aber ich habe keine Lust. Woher kommt dieses kleine Fehl überhaupt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum sie das veranstaltet hat. Ich vermute, weil sie mir aus irgendeinem Grund übel nimmt, dass ich mich mit Claudius verstehe, dass wir uns mit Claudius verstehen, keine Ahnung. Ist sie vielleicht eifersüchtig? Ja, ich denke mal. Das liebe kleine Sandpuppy hat seine Hormone nicht im Griff. Oh Mann. Und Pubertierende schreien ja förmlich danach, Grenzen gesteckt zu kriegen. Meinst du nicht, dass es wäre dann vielleicht sinnvoll, mal mit ihr zu reden, quasi? Ja, das werde ich dann noch tun. Ich meine, sie wird wahrscheinlich das nicht raffen und sie wird das wahrscheinlich als Angriff auf ihre Schönheit sehen, womit du dann quasi noch weiter ausbotest. You know? I know. Das heißt, sie wird dir das ziemlich übel nehmen. Maybe. But it would have been easier to talk to me than fucking me up. Ja, ich dachte mir, ich zeig dir einfach nur mal deine Logiklücke, die du da hattest. Das wird böse enden, wenn das so weitergeht. Also nicht, dass ich da mich nicht drüber freuen würde. Ich bin immer interessiert an neuen Geschichten, aber wenn nachher unsere Bude hier abfackelt, dann Einspruch.
Lasst die kollateralische ich kann nicht sprechen. Lasst mich da raus. Du, David, wie gesagt, von mir aus ist die Sache jetzt beendet. Ich habe... Ja, aber sie wird nicht beendet sein. Ach, warte doch einfach ab. Als jetzt den Teufel an die Wand zu malen. Nee, du bist die Künstlerin. Eben. Ich finde, mit ihr ist mir ein großes Kunstwerk gelungen. Bitch. Ich will dir das nicht absprechen, aber das war schon ein bisschen bitchig. Ich glaube nicht, dass sie das... Ihre Aktion auch. Schon? Mhm. Ziemlich sogar. Vor allen Dingen, weil sie andere Leute noch mit reinzieht. Und ich habe ihr nichts getan. Tja. Ich kann es ja verstehen. Ich bin ja auf deiner Seite, so ist das nicht. Wollte ich nur vorwarnen, dass das wahrscheinlich eskalieren wird. Das kommt darauf an, ob man es eskalieren lässt oder nicht. Wie gesagt, ich habe das nicht vor. Okay. Na dann. Aber ich kann mir auch nicht alles gefallen lassen und ich will mir auch nicht alles gefallen lassen. Nee, das musst du ja auch nicht. So ist das ja nicht, ne? Kommen wir denn da hin? Und wie sieht dein Plan aus? Was für ein Plan? Naja, wie du es mit ihr wieder gerade rückst. Das hat nichts mit gerade rücken zu tun. Ich werde irgendwann zu ihr hingehen, ich werde die Sache klären und werde ihr sagen, okay, es reicht jetzt. Und dann ist gut. Ich werde mir an dem Tag Popcorn machen. Naja. Eben. Wie gesagt, von mir aus ist die Sache jetzt gegessen. Ich bin gespannt. Was machen wir mit den... Also, ich befürchte, dass wir in nächster Zeit öfter Besuche kriegen von Downtown. Ich habe sie nicht umsonst in der Sternschmiede gesehen. Wir sollten uns mal schlau machen, irgendwie, wie man sie besiegen kann. Oder wenigstens wie man ihn einhält. Das erzählt ja keiner. Ja, eben. Ich weiß nicht mehr, wer die Informationen darüber hat. Die einzige, die ich mir vorstellen könnte, wäre die Sof. Die hat bestimmt irgendwas. Aber die wird es wahrscheinlich nicht rausrücken. Keine Ahnung. Naja. Sie oder noch irgendwelche Spezialtruppen, aber vielleicht könnte man auch eventuell mal Torwald ansprechen, der ist wieder in der Nähe. Was? Echt? Hm? Den gibt's der war hier. Noch? Jo, der war hier. Hat sich erkundigt. Mhm. Ich wage zu bezweifeln, dass Torwald was erzählen wird. Der wird dasselbe erzählen wie alle anderen auch, dass wir uns damit nicht befassen sollen. Ja, klar, aber... Naja, er ist halt ein netter Kerl. Vielleicht kann er uns trotzdem irgendwas geben. Ich glaube auch nicht, dass er was wissen wird. Ganz ehrlich. Naja, wer hätte denn die Downtown bekämpft, wenn nicht Trolle? Thorald aber mit Sicherheit nicht. Der war den ganzen Tag im Palast. Der hat sonst nichts gemacht. Der war doch kaum draußen. Der wird nichts mit Downtown zu tun gehabt haben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Richtig, aber er kann, also Soldaten untereinander reden. Ja, aber ich wage zu bezweifeln, das ist so ein Tabuthema unter Feen irgendwie.
Also, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Die einzige, die mir einfiele, die überhaupt was wissen könnte, wäre Soff, aber das ist niemand, mit dem ich mich groß auseinandersetzen will. Ich werde sonst mal in Leipzig gucken, ob ich da vielleicht wen anders finde, der was weiß. Also, ich mag sie eigentlich. Aha. Sie ist unheimlich tierisch, aber sie ist eigentlich ganz nett. Mhm. Gut, ich komme auch mit ihm klar. So ist es nicht. Also wie gesagt, ich sag mal, das Verhältnis zwischen ihr und mir ist ungeklärt, aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass es aus irgendeinem Grund angespannt ist. Ich weiß aber nicht warum. Sprech sie doch mal drauf an. Ja, ich werde von ihr garantiert eine klare Antwort bekommen. Nö, aber dann weißt du schon mal vielleicht ein bisschen mehr. Ich traue ihr nicht ganz. Ich glaube, trauen solltest du keiner fehlen. Ausgenommen mir. Mhm. Nein, ich traue ihr auf andere Art und Weise nicht. Ich habe bei ihr, um ehrlich zu sein, am ehesten das Gefühl, dass sie... Ich weiß nicht... irgendwann anfangen würde, mich für ihre Ziele zu benutzen. Eher als viele andere. Ja, ich glaube, das haben alle vor. Anders. Also ich glaube, bei ihr muss ich tatsächlich mehr aufpassen. Aber das ist nur mein Eindruck. Deswegen habe ich mich auch bisher vom Hof ferngehalten, wenn ich konnte. Also von ihrem Hof. Mhm. Das ist der Grund, weshalb ich mich generell versuche, etwas mehr aus diesen höfischen Angelegenheiten rauszuhalten. Ja, ja, klar. Kann ich verstehen. Und das schließt sie eben mit ein. Hm. Dann muss ich, das Problem ist, ich will nicht schon wieder mit ihr nach, mit ihr über etwas reden, was weit über meine Klasse hinausgeht. Also, Gehaltsklasse quasi. Ne, es ist halt so, ich bin noch jung, frisch, unverbraucht und kommen leicht in irgendwelche Fallen. Hm. Zum letzten habe ich mich recht gut rausverwiedert. Ich weiß es nicht, David. Wie gesagt, das ist deine Entscheidung, was du diesbezüglich tust. Ich werde dich weder davon abhalten, noch dich dazu antreiben. Es ist... keine Ahnung. Ich werde versuchen, was rauszufinden darüber, ob ich es schaffe. Das weiß ich nicht. Sie wäre halt eine der wenigen, die mir noch einfiele, die man fragen könnte. Aber ansonsten werde ich einfach sonst noch mal gucken, was sich so findet. Ja, wir können bestimmt jemanden finden. Das ist eine gute Sache. Trotzdem bin ich ein bisschen überrascht, dass du dich so gut mit ihr verstehst. Im Prinzip, also. Naja, gut. Ja, sie scheint immerhin ehrlich, sie scheint bürgernäher zu sein, sagen wir es mal so. Mhm. Woran machst du das fest? Sie ist nicht ganz abgehoben. Die anderen, die ich bis dato kennengelernt habe. Mhm. Okay, sie hat eine kleine verrückte Sammlung von Kinderlachen, aber hey. Ach,
du verrückte Spleens lasse ich jedem. Eben. Außerdem war sie nett und wollte teilen. Wenn man erstmal sich dran gewöhnt hat, ist das gar nicht mehr so creepy, dieses Lachen im Schrank. Und ob sie so bürgernah ist, weiß ich nicht. Ich meine, korrekt ansprechen musst du sie trotzdem. Darauf wurdest du sogar explizit hingewiesen. Das ist bei der Elera nicht so schlimm. Das stimmt. Je nachdem, was sie für einen Tag hat. Eben. Naja. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wo wir da Infos herkriegen sollen. Sie wäre die Einzige, die mir einfiel, aber... Also die mir einfällt, die wirklich Infos haben könnte. Das ist halt kompliziert. Eben. Vielleicht spreche ich sie auch mal irgendwann drauf an. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen sollte. Keine Ahnung, mal gucken. Ja, das ist halt so unsere nächste große Aufgabe wahrscheinlich. Gefühl. Ja. Ist es. Deswegen habe ich ja überlegt, wie man da an Infos rankommen kann. Aber die käsen sich ja alle nicht aus. Meinst du, gibt es da eine Geheimbibliothek oder so? Oh. Na, in der Bibliothek. Gibt es da einen Glaube ich nicht. Geheimbereich? Ich habe euch schon gesagt, dass es in der Bibliothek, in der immer seit Bücher über Dauntain gibt, aber die sind verschlossen. Ich sag mal nichts, wo wir rankämen. Nicht ohne weiteres. Ich weiß nicht, was das für Schlösser sind und wie man die öffnen kann, David. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass der Bibliothekar das sehr schnell mitkriegt. Ja, das glaube ich. Na, müssen wir uns mal was überlegen. Ja. Vielleicht können wir ihr einen Gefallen tun und tun uns den Gefallen, dass wir darum lesen. Ihr Lehrer? Mhm. Die wird uns nicht darüber lesen lassen. Also von der werden wir freiwillig nichts kriegen. Nicht nach dem, was sie gesagt hat. Von dem, was ihr gesehen habt, ist es... Also ich meine, es ist der Widerspruch zu allen Feen. Aber gerade doch Frühling, Junge. Weiß ich nicht. Eben, wir fliegen wieder am meisten davon. Das Hassen. Naja. Wenn der Frühling das so hasst, dann hat der Winter wahrscheinlich Informationen, ja. Ich bin mir sehr sicher, dass sie welche hat. Und was könnte man der anbieten, um zu Informationen zu kriegen? Das ist halt immer eine Sache. Ich habe keine Ahnung. Die wird am ehesten selber wissen, was sie will. Das stimmt. Ich denke, da wird man sie einfach fragen müssen. Ich meine, dir was anzubieten, ist doch schon für die eine halbe Beleidigung. Und auch das. Die wird sehr gut selber wissen, was sie will und wird das dann auch sagen.
Weiß gar nicht, was da halt für ein Problem hat. Der kam aber übel gut weg. Der kriegt es beigebracht und muss ja nur ein kleines, sinnloses Geschenk Plunder anbieten noch irgendwann. Ja, ja. Ich kam relativ gut weg, ne, ja. Und das wird kein Plunder sein, das wird halt schon was schon Ordentliches sein. Ja, aber, ne? Sie wollte nicht dein Meisterwerk oder irgendein Shit. Vielleicht mag die dich einfach. Die weiß, dass ich noch wertvoll bin. Das solltest du nutzen. Werden wir auch die Tage irgendwann. Nicht mehr heute. Spielleiter? So heißt er. Ja. Wie läuft das jetzt eigentlich mit den Schrottgruben, wenn ich denen sage, dass, also, die sind ja schon da. Die Wohlstandsscheiße läuft schon, oder? Also sprich, nee, dass die Sachen... Ja, du bereitest Dinge vor, damit es sich allmählich bessert, ja. Genau, also es ist halt, ich meine jetzt so, dass die besorgen die schon Dinge aus dem Traum? Könnte in einer Aufgabe pro, was habe ich geschrieben? Woche, glaube ich. Woche? Hm. War ich retarded? Da muss Monat stehen. Immer ändert der Spielleiter seine Meinung. Nein, Woche habe ich nie gedacht, wenn ich das geschrieben habe, war das dumm. Das wollen wir nicht abschreiten, dass das dumm war, aber... Aber wir hatten 3 Millionen Gründe, dir zu glauben, dass du es ernst meinst. Pro Monat steht hier im Forum, also fickt euch. Und ihr habt die Aufgabe in diesem Monat verbraucht, das war euch dahin zu führen. Ah. Ich meine, ihr könnt bezahlen für die nächste. Einfach quasi den helfen, eine Expedition oder sonst was vorzubereiten, weil die brauchen ja einfach Glanz, um überhaupt so weit rauszukommen und irgendwas zu tun. Epische Sachen beschäftigen kostet 20 Glamour. Naja, aber was ist denn epische Materialien? Einzigartige. Mit einzigartig meine ich einzigartig. So wie, gibt's nur einmal. Der Drachenzahn des roten Drachen, bla bla nee, das bla. Das klingt ziemlich nach selten. Alles klar. Wir könnten auch quasi mein Kuckrohr im Traum wiederfinden. Du hast es doch. Ja, aber wenn, also sowas wie der Kuckrohr. Na, ich sag mal so, je krasser das ist, desto höher ist der Mindestwurf, ne? Und bisher haben die genau 2 Würfel. Besorgt mir den Kopf des Dougal. Die werden aufbrechen, wenn du ihnen das sagst. Niemals werde ich ihnen das sagen. Ich glaube nicht, dass sie mit ihren 2 Würfelchen überhaupt bis in den tiefen Traum kommen. Also, dass ihr die bezahlt und dass sie da aufbrechen, heißt nicht, dass das Ganze von Erfolg gekrönt ist. Ja, du, ich werde die jetzt für gar nichts bezahlen. Das war allgemein für die Zukunft. Also im nahen Traum ist es immer noch alles möglich, aber danach müssen wir mal gucken. Juli, was machen wir heute noch Hübsches? Keine Ahnung, Schluss? Wahrscheinlich. Ja, dann machen wir das. Achso, eine Frage wollte ich noch fragen. Unser tolles Haus, unsere Freistadt, hat ja 2 Wappen drauf. Der hat 2 halbe Wappen, ja. Genau. Seit wann trägst du denn Wappen? Das ist das, was auch auf ihrer Tür drauf war, unten im Keller. Das ist das Zeichen des Winterhofes. Ah, okay. Juri, Schlusswort sagst du. Los. Letzte Folge. Verdammt, du warst er. Ja, da haben wir gar nichts Böses getan. Moment, das stimmt sogar. Wahnsinn. Wir haben wirklich nichts Böses getan. Wir haben quasi einen Downtown gefunden, beziehungsweise einen Downtown-Ausbruch und haben das dem Grafen gemeldet. Mhm.
So weit, so easy. Und dann habt ihr die Schnalle dort auch noch sitzen lassen. Die wollte das so. Und was sollen wir sagen, ne? Wenn der Adel befiehlt. Na, Juri. Dann haben wir noch unsere Zuflucht, sag ich jetzt mal, unsere Freistätte ein bisschen ausgebaut und arbeiten jetzt hart daran, dass es den Schrottgrum bei uns hochgeht. Thorald kam wieder. Genau. Und Sophie hat ihn gehasst. Nein, die war doch gar nicht da. Die hat die andere Frau in die Vernichtung getrieben. Ja, hat sie wohl. Ich habe es mir nochmal kurz angehört und ich hatte es viel besser in Erinnerung von dem, was Flumi gemacht hat. Aber beim NSC-Spielen kam auch die Wendung für mich unerwartet. Ich hätte sonst vielleicht mitgedacht, aber ich musste überhaupt erstmal zurechtkommen, was die Alte jetzt überhaupt davon hält. Die wird sie mir am Arsch sein, glaube ich. Ja, die ist schon am Arsch, ja. Das war schon ein bisschen unfair. Aber gut, so kann man sich gerne... Fair war ja von Anfang an nicht abgemacht. Das ist wohl richtig. Feen sollten nicht fair sein. Naja, außer in der englischen Bedeutung, wenn ich mich nicht täusche. Fair ist auch immer eine Auslegungssache, ne? Also, du nimmst jemanden Ball weg, die nehmen dir den Ball weg. Ist halt auch fair. Ist nicht nett, aber ist fair. Du zerstörst eine Liebe oder bringst sie halt kurz davor zu zerstören. Sie zerstört eine Liebe oder eine Liebe, die kurz davor ist zu entstehen, zu zerstören. Also von daher. Ich kann sie nicht leiden, ich mach sie kaputt, ja? Ja. Ist halt unfair. Ich hasse Montage, Menschen müssen sterben. Ja, das ist jetzt etwas weit gedacht, aber ja, geht natürlich auch. Achso, okay, naja dann. Ja, wer ist denn schuld daran, dass es Montage gibt? Das ist eine menschliche Erfindung. Ja. Das ist alles Kacke. Ja. Also müssen die darunter leiden. So is it. Ich glaube, das war's auch schon. Schön, schön, schön. Viel Spaß und so weiter. Danke. Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir. 26. April. Derber Shit. Alles, was David jetzt macht, kann maximal bis zum 30. April sein. Ist ja nicht das Problem. Ich werde quasi... Ich habe ja vor, meine Handwerkskunst ein bisschen zu verfeinern. Und dementsprechend werde ich quasi Türklingen in unserem kleinen Etablissement kunstvoll verzieren und andere Metallgegenstände. Und auch halt Holzschnitzereien und so weiter. Aber vor allem konzentriere ich mich auf den Fall. Das ist da kleine, ne, so die kleinen Wappen reinkommen und so weiter und so fort. So Fresken halt, so Kleinigkeiten. Ihr habt... Nee, noch habt ihr nicht von eurer Freistadt. Doch, habt ihr schon erzählt, ne? Hat dann genau, ja. Das war das. Genau. Ich habe letztes Mal Sophia irgendwie nur geschrieben, okay. Gut. Also ihr habt jetzt nicht jeden Tag dort Besuch, aber es kommt schon häufig mal vor. Ja, wenn der Besuch da ist, wird er bewirtet, so wie es halt geht. Ich versuche halt, muss so erstmal abklären, wie das ist mit Essen und so weiter. Also, wie passiert das da? In einem angemessenen Maß hast du genug. Also ich habe irgendwie, es fühlt sich irgendwie von alleine auf, dass ich halt den Leuten was bewirten kann. Das Imperium schafft halt Dinge ran. Und das bringt dann halt nicht Müll, sondern und du findest halt ab und zu was in der Höhle oder dein Jünter fängt ja auch ab und zu mal Fisch und so ein Shit. Oder eine Robbe. Nice. Und dann zerhaut er den Schädel mit seinem Lieblingsstein und dann hast du eine geile Robbe.
sagst du Robbenlieder. warte. Der gelbe Prozess dauert eine Weile. Das ist klar. Aber. Ja, gut, schneidern ist ja theoretisch auch Lederarbeiten. Boah. So ein Tier abzuziehen ist für Überleben noch. Es wird vielleicht nicht das beste Robbenleder, aber es ist erstmal so ein erster Versuch. Ich muss das Ganze pökeln und salzen und hast nicht gesehen. Aber immerhin, vielleicht wird das in ein paar Monaten was. Das muss ja auch erstmal eine Weile, ne, trocken und dann muss es gegerbt werden und so. Ja. Das ist ja nicht mal so kurz mal eben gemacht. Das dauert ja. Also deine Erstversuche sind natürlich so, wie man sich's vorstellt, aber ja, ich meine, über Zeit wirst du bestimmt was hinbekommen. Feinstes Robbenleder. Geil. Das ist cool. Das gefällt mir. Ist Robbenleder irgendwie besonders oder ist es einfach nur, weißt du, wie Robbenbabys waren? Die haben halt ein ziemlich awesomes Fell, ne? Also. Ja. Das ist halt schon ziemlich cool. Man könnte sich damit ziemlich warm halten. Mhm. Ansonsten ist es halt. Sieht halt nobel und schick aus. Ach so. Das ist halt etwas, was mir gerade gefällt. Weil damit könnte ich nämlich einen kleinen Ode machen, was ich der kleinen Winterschnepfe, Baroness, schenken kann. Der Schnatterhexe. Ja, genau. weil der wird das, also so Robbenlieder, mit so einem Robbenfell da dran, das könnt ihr stehen und das könnte sie gefallen, weißt du? Da mache ich mir Gedanken zu. Da kriegt sie bestimmt was Witziges. Das ist zwar jetzt keine Metallarbeiten, aber damit kann man ja immer noch so ein Ding machen. Ich meine, wenn du da irgendwie Metall reinarbeitest oder drumrum oder was auch immer, dann ist es eine Metallarbeit. Also Metallspange, um das Fell zusammenzuhalten. Also, du willst es in so einem richtig großen Rahmen. Ich dachte irgendwas was Kleineres. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie groß. Also so eine Robbe ist schon groß genug für ein Kleidungsstück. Eine Robbe ist riesig. Deine Erstversuche lassen natürlich nicht immer genug gutes Zeug über. Nein. Wir gehen hier um Langzeitprojekte. Langzeitprojekte. Eben. Versuch macht klug und Erfahrung macht es schön. Oder so. Gut. Ja. Wenn ich ihr das dann quasi noch so mit so einem, also, ne, in so einem Ding binde, quasi, an ein menschliches, an ein richtiges Ding, was sie mir ja beibringen möchte, das ist ja das, was sie haben wollte von mir, dann ist das Ding nachher. Die wollte das nicht mal zwingend gebunden, ne? Ja. Weil das wird noch eine Weile dauern, bis du das kannst. Ja, das war aber so etwas, was ich, so wie ich das verstanden habe. Also, ne, sie bringt mir die Möglichkeit, eine Kunstfertigkeit zu lernen und dann möchte sie ein Kunstwerk davon haben. Nee. Die hatte tatsächlich einfach gesagt, so aus der Richtung ein selbstgemachtes Geschenk der Metallarbeiten Appreciation, nicht der gebundenen. Das ist viel zu teuer, mein Junge. Naja, dafür, dass man das. Ja gut, ich will das ja auch jetzt mich nicht. Alles klar. Das passt schon. Während du mit deinem Robbenfell beschäftigt bist, wird Claudius eintreten mit seiner Zeitlupe. Erstmal gegen einen Stalaktit klatschen, weil er irgendwas auf dem Boden absucht. Fluchen. Ausgiebig. Moin, komm mal her. Kack-Fick-Shit-Ding, Alter. Wie kann man das Ding Stalaktite nennen? Denn Titten sind nützlich und das Ding nicht.
Kann sie sehen aber schön absägen? Aus. Nee, da krieg ich Ärger mit einer gewissen Dame. Setz dich doch mal durch. Finger kommen aus. Sind ihre Erfindung und meins ist hier das Gasthaus und so weiter. Das ist halt, das ist Aufgabentrennung. Kann ich was Nützliches erfinden? Das musst du sie fragen, aber sie ist halt ein Orakel, so Nützlichkeit und so. Ah, das ist jetzt wohl die Ausrede für alles. Schon? Was kann ich für dich tun? Kommst du her? Möchtest du was trinken? Naja, wenn du so fragst. Deswegen frage ich so. Ja, ich greife hinter der Decke und hole natürlich richtig Gutes, also das schlechtere Dingsbusbier. Von den. Ach, das nochmal. Also, ja, einfach genau. Bier. Genau, das ist Bier, was halt die mir gegeben haben, weil das ist das Beste, was ich habe. Ah, feinstes Hufquell. Den Brauer zum Wohle, ne, würde ich sagen. Blöden Fickficker brauchen wir, mache ich auf jeden Fall nicht, die können mich mal. Oha. Mir ist da noch nie was Schlimmes passiert. Es ist einfach nur Aberglaube, damit sie sich ein bisschen die Nippel reiben können, wenn du das machst. Es ist doch eine nette Tradition. Das sag ich ja. Unfug. Sag mal, hast du eigentlich, weil wir gerade bei Unfug sind, hast du von dieser bescheuerten Aktion gehört, die man sich in Bayern ausgedacht hat? Hier mit den Kreuzen, Alter? Du meinst die Kreuze, die jetzt überall an die Wand müssen? Naja. Es ist halt eine Renaissance der katholischen Kirche, ne? Würde ich sagen. Die Jungs haben es halt richtig drauf. Boah, ich hoffe halt nicht. Das wäre echt nicht eine Renaissance der katholischen Kirche. Ja, gut, das wäre schon. Wäre halt blöd, ne? So dunkle Zeitalten. Ich sag mal, Banalität monotheistische Religionen sind eng verwachsen. Stimmt wohl. Die Robbenteile da hinten? Du Mörder. Naja, es war halt Abfallprodukt vom Robbenfleisch. Abfallprodukt. Die armen kleinen Robbenbabys, Alter. Das war, glaube ich, ein altes Tier. Mütze zu Robbenfleisch. Na, mal kosten. Sicher. Ist gerade fertig, quasi. Und was ist das da für eine Soße? Das Braten, das ist die Bratensoße. Also. Her mit dem geilen Scheiß. Na, sichi. Kartoffeln dazu? Nee, lass mal. Dann fühle ich mich so deutsch. Nee, das ist schon ganz lecker. Ah, du, übrigens, ich wollte eine Nachricht über die Handys schreiben, aber dafür hätte ich mich anstrengen müssen. Also, die Banalitäts-App ist leider am Arsch. Warum das? Keine Ahnung, gab es irgendjemand ist irgendwo hingegangen, wo es zu übel war, was man hätte sich denken können. Und dadurch ist sie halt, ist das Netzwerk halt zerstört worden und das funktioniert nur mit einem Netzwerk. Wenn ich ehrlich bin, habe ich wenig Lust, die wieder aufleben zu lassen. Die war echt praktisch. Das stimmt schon, aber die war auch echt viel Arbeit. Ich gehöre zu der Gattung Fee, die echt nicht häufig Nöckerarbeit wertschätzen, aber das war echt gut. Noch so ein Grund, das nicht nochmal zu machen. Warum? Wer unsere... Warte. Wer unsere automatischen Furzkissenaufbläser nicht wertschätzen kann, der hat auch keine Banalitäts-App verdient.
Die sind auch witzig. Aber es gibt halt so Leute, die kommen halt auch auf dumme Ideen, so wie zum Beispiel die David-Vernichtungsmaschine. Also ich meine, ich lebe immer noch. Hm. Davon hast du mir sogar mal erzählt, ne? Ja. Yeah. Ich glaube nicht, dass sie noch fertig wird. Ich hoffe. Kann ich mir nicht vorstellen. Hm, wieso? Na, hast du nicht gemeint, das war irgendjemand, der am Hof war? Ja. Na, wenn das eine David-Vernichtungsmaschine war, war es entweder eine allgemeine Vernichtungsmaschine, dann wurde die jetzt bestimmt für den Kalten Krieg schon mal irgendwo hingestellt, wenn die schon funktioniert, oder arbeitet dafür daran. Oder sie war was, was nur gegen dich gerichtet ist, dann wurde der von der Aufgabe abgezogen und macht jetzt was Sinnvolles. Also für die was Sinnvolles. Hm. Und solange du ihn nicht auf den Teller gekackt hast, würde er danach nicht mehr genug Motivation haben, das Ding fertig zu bauen. Könnte sein, dass ich ihn vielleicht ein bisschen verärgert habe, aber nicht. Naja, wie groß war das nicht? Ja, so ein bisschen verärgert, aber meine Türschwelle früh verärgert mich schon ein bisschen. Warum machst du das denn so? Warum lässt du dich denn von dir verärgern? Warum ist das Kackding denn im Weg? Naja, um die warme Luft drin zu halten und die kalte Luft draußen. Ja, das ist es aber doch überhaupt nicht wert. Da fliege ich fast jeden Morgen drüber, Alter. Und dann bleibe ich am besten noch in irgendwelchen Kabeln hängen und dann fliege ich auf die Schnauze. Das ist ja einfach zum Kotzen, das Fickding. Hm, du könntest natürlich, jetzt mal so ganz doof gesponnen, deine Tür etwas länger machen und die Kante einfach wegschleifen. Die Kante einfach was? Die Kante einfach wegschleifen und die Tür dafür länger machen. Dann fällst du da nicht mit rüber und das warme Luft bleibt drin und... Ja, oder ich kacke halt auf die warme und kalte Luft. Ja, irgendwann werde ich das Ding mal rausreißen. Mit einer Spitzhacke. Sehr schön. Oder mit meinen Zähnen. Oha. Hm. Ja, also weißt du zufällig, ob eigentlich gerade hier, wie heißt er gleich? Der Herr Dings da ist. Der Herr Dings. Na, wie heißt er denn jetzt wieder? Das Lua. Der Lua. Das ist der Herr Satt. Genau. Ob der da ist? Hast du bei ihm geklingelt? In diese Klingeln in eurem Haus. Ja. Ja, mir erlaubt. Weil mir das immer zu nervig war, bei euch halt da irgendwie da auf diesen Knopf zu drücken, mit denen mein ernstes Wörtchen zu reden, dass sie mich auch so reinlassen. Und das hat auch gut funktioniert. Und dann hat irgendjemand diesen Hauswart da restauriert und dieses Ding vor eurem Haus. Und jetzt lassen die mich so gar nicht mehr richtig rein. Da muss ich erst bei den Nachbarn mich reinklingeln, wie irgendwie der letzte Depp. Wirklich entwürdigend. Und dann über den Zaun klettern bei euch. Ah, das ist so schön. Komm mal mit. Warte mal, noch ein Stück Robbenfleisch und dann geht's los. Kein Problem. Jo, ich warte halt, ne, trink noch genüsslich mein Bierchen dabei auf. Ja, der hat sich nur so ein Stück in den Mund gesteckt. Achso. Aber er wird sich mit dem Taschentuch dann noch die Hände, die Finger säubern. Ja, ist doch nett. Ja, ich gehe mit ihm halt ins Haus und gehe zu der Haustür. Mhm. Hallo David! Moin moin! Ich muss sagen, jetzt wo die Sonne etwas anders einfällt, sieht man mein Tropenholz noch viel besser. Es sticht richtig heraus. Das ist richtig schön, ja. Das steht hier. Claudius schiebt sich eine Faust in den Mund. Ja, das finde ich auch.
Soll ich dich gleich rauslassen? Ich laufe jetzt wieder richtig wie geschmiert. Also nochmal danke. Gerne, gerne. Immer wieder. Wir wollten einmal kurz mit den Klingeln sprechen. Claudius hat hier so ein Problem reinzukommen. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Die Klingeln, die sprechen eigentlich mit niemandem. Ich weiß, dass er sich in ganz unflätiger Weise bei ihm beschwert hat, aber eigentlich sprechen die ja nicht. Was hast du gemacht, Claudius? Er hat immer noch die Faust im Mund und eine ganz kleine Dampfwolke kommt aus seinem Ohr. Kannst du so nett sein und ihn reinlassen, wenn er versucht, zu uns hochzukommen? Wir müssen nur irgendwie vorher Bescheid wissen. Ja, das kann ich schon tun. Na siehste. Dankeschön. Wenn er mich mal kurz mit deinen spitzen Fingern streichelt. Ich bedeute ihm, das zu tun. Er streckt die Hand raus und dann fällt die Faust aus seinem Mund. Du bist so unfassbar dumm! Wie können Türen eigentlich so sein? Was ist mit dir? Wer hat dich gemacht? Du bist was ist so dir passiert? Was? Claudius, sei doch nicht so. Ja, aber was? Du schwingst auf und zu. Das machst du den ganzen Tag und sonst nichts. Claudius. Alter, du kannst Claudius, komm jetzt. Germany's Next Türmodel dabei machen und du wärst. Ich zieh ihm am Ohr. Blöd dafür. Ich zieh ihm am Ohr nach. Weg. Naja, das er lässt sich auch mitziehen. Wie dumm bist du eigentlich? Also, wenn mal Wörter aus meinem Mund fallen, dann bin ich nicht immer stolz darauf, aber das war ein Fall, wo es angebracht war. Du sagst also, über den Zaun klettern klingt nach einer guten Alternative, sehe ich ja auch ein. Warum tust du sowas? Ich bin doch keine Hure, die Türen streichelt. Das ist Diplomatie. Das ist Unsinn, ist das. Diplomatie. Entweder die Leute verkraften die Wahrheit oder nicht. Wenn sie nicht verkraften, gehe ich halt über den Zaun. Du, ich muss dir gerade offiziell Hausverbot erteilen. Wieso? Kannst du doch gar nicht. Ja, stimmt, das recht. Fühle dich als Hausverbot, gedingst. Verstehst. Nee, also sehe ich jetzt nicht so oft. Ja, eben. Zukommen. Ich werde es natürlich sagen. Naja, ich gehe jetzt mal hinten rein. Mhm. Ich glaube, ich besser so. Ich meine, hast du die hier streichelt? Ich hab sie sogar renoviert. Na, das ist ja was, aber. Aber ich meine. Sei doch ein bisschen diplomatisch, dann das Leben kann so viel angenehmer nicht. Sein. Ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum du über deine Schwelle stolperst. Ja, aber ich kann entweder halt mich immer bücken für jeden, der damit nicht klarkommt, was ich zu sagen habe. Und dann kennst du eigentlich die Geschichte vom Basiliskenstein. Nee, heraus. Na, pass auf. Die Hälfte davon ist totaler Unsinn. Ich werde das in den entsprechenden Stellen markieren. So. Irgendwelche Vollspasten behaupten ja, dass die Maschinerien der Nöcker auseinanderfallen und früher noch viel mehr auseinandergefallen sind und immer Verbesserungsbedarf haben, weil wir halt, Jan, ein wenig robuster im Sprachgebrauch sind und unsere Zunge giftig und spitz wie ein Pfeil. Der letzte Teil stimmt übrigens. Aber es hat damit nichts zu tun, das ist Schwachsinn. Ich glaube, es ist halt einfach, dass wir nach dem Unmöglichen streben und das Unmögliche kann man zwar möglich machen, aber man muss dafür auch kleine Rückschritte in Kauf nehmen, wie auch immer. So. Und dann ist es halt so,
dass irgend so ein, vielleicht war es hier ein Hochkönig, wer weiß das schon, irgend so ein Ski wollte eine krasse Kriegsmaschine und nahm sich die krasseste Nöckerin von allen. Miranda, die Einzigartige. Also die hieß nicht die Einzigartige, aber ich nehme den Namen gern für irgendwelche Leute. Stimmt ja auch eigentlich in 100% der Fälle. Auf jeden Fall Miranda, die Einzigartige. Die setzte sich dann dran für diesen Typen und baute so ein richtig krasses Gerät. Hat aber gedauert, weil das war das krasseste von allen. Das war quasi eine Maschine, die aus aufs Feld gestellt und da kamen 1000 Fußsoldaten an, hat die einmal durchgesägt, Flammen gespuckt und ist dann draufgetreten. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und nach einem Jahr hat sie gesagt, hier, geiler Herrscher, ich müsste mal weg. Und im ersten Jahr hat er gesagt, naja gut, du darfst einen Tag gehen. So, und da ist ein Tag ganz weit weg von ihrer Maschine und hat den Basiliskenstein gebaut. Der war ungefähr so groß wie ein Hinkelstein. Und sie hat allen Nöckern noch erzählen lassen, dass man da hineinfluchen könne, damit die Maschinen funktionieren, weil der das aufsaugt. Und dann hat sie das erstmal gemacht. Und die Nöcker haben das getan, nach ihren Anweisungen, und alle Sachen haben super geil funktioniert und hatten gar keine Verbesserungsmöglichkeit. Wäre ja auch langweilig, wenn dir die Mülltüte umfliegt. Nee, wenn es gar keine Verbesserungsmöglichkeit mehr gäbe. Auf jeden Fall, ich glaube, dass es ein Stein war, der auf der Welt das Unmögliche möglich gemacht hat. Aber ist auch egal. Und sie ist dann zurück halt weitergebaut. Und dann nach dem zweiten Jahr sagte sie wieder, ich müsste noch mal einen Kleinen fahren lassen, wenn du verstehst, ein Flüchlein. Und er sagte, nö, du baust die Scheiße jetzt fertig, ich habe dich ja immer schon letztes Jahr gehen lassen. Kannst ja auch mal 365 Tage ohne Pause durcharbeiten oder was. Oder halt dann stopp bitte. Und dann hat sie gesagt, okay. Das nächste Jahr kam sie dann und sagte, bitte, es ist dringend, es pressiert, okay? Ich muss da hin, er sagte, nee. Und dann noch ein Jahr später hat sie es fertig bekommen und er hat sie dann erstmal aufs Schlachtfeld, was weiß ich, mit wem dieser Krieg hatte. Vermutlich seinem Bruder oder sowas. Aufs Schlachtfeld gestellt und die hat sich dann langsam einsatzbereit gemacht. Das heißt, sie ist vorgefahren. Das schnellste Ding war es halt nicht. Es war ein Panzer. Und sie ist in der Zwischenzeit in die versteckte Höhle und ist da zu ihrem Basiliskenstein. Und 3 Jahre lang, wenn ich richtig erzählt habe, es ist aber auch egal, ob die Zeit jetzt stimmt, haben da halt alle Löcher immer mal reingeflutet und das war okay. Aber die hatte richtig gespart. Ey, die hatte Druck. Die hatte die Galle, die stand ihr vermutlich bis zu den Fingerspitzen. Mhm. Und dann hat die sich da hingesetzt, ihre Stirn an den Stein gelegt und hat ihm dann mal was zugeflüstert. Und das hat die 4 Tage lang gemacht, am Stück. Und das muss ein richtig großartiger Fluch gewesen sein. Allerdings ist das Ding halt einfach explodiert. Und so ziemlich alle Geräte, die komplexer sind als ein Hammer, also alles mit beweglichen Teilen im Wesentlichen, das wurde dann halt mal kurz zerplatzt. Und die Maschine, ich meine, sie hat das gemacht, was sie sollte, denn da flogen quasi 700 Hellebarden über ein Schlachtfeld und haben alles zersägt. Aber halt auf allen Seiten, sag ich mal. Und die Moral von der Geschichte ist, es nützt halt einfach nichts, etwas anzusparen, wenn man etwas sagen muss, dann muss das raus. Und das muss auch wieder rein, und zwar in die Gehörgänge der Leute. Weil was nützt das, wenn ich so einen ganz schlechten Geschmack im Mund habe und irgendwie noch im Magen hier Geschwür, nur weil ich nicht sagen kann, was ich sagen muss? Ich glaube, das ist übrigens die Bestimmung der Nöcker. Das ist, dass irgendjemand mal sagt, wenn jemand sich aufführt wie diese beschissene Tür da, Alter, bitte. Aber du verletzt ihre Gefühle. Denkst du, meine Gefühle wären nicht verletzt? Zum anderen, du kannst das ja auch sagen, nur noch nicht in ihrer Anwesenheit. Ja, aber was nützt es dann? Dann spare ich doch schon wieder was auf.
Meine Gefühle werden da auch verletzt, deswegen sage ich aber nicht, darüber werde ich jetzt schlecht schlafen. Sondern ich sage einfach, du dummer Ficker, was bildest du dir überhaupt ein? Und du kannst dich darauf verlassen, dass ich dann auch deswegen wenig hinterhältig bin. Ich sag dir ja gleich, wenn ich was scheiße finde. Das stimmt allerdings. Das ist ja auch großartig von dir. Also das ist halt eine gute Eigenart. Deswegen verstehen wir uns beide ja auch so gut. Aber ich glaube, das hat sich sowas, das ist was ein bisschen wie Banalität. Das musst du nicht unbedingt. Wow. Naja, nicht ganz so hart. Ja, sag mal. Unangebrachte halt, Vergleiche, du Schwanz. Ja, ein bisschen zu heftig, das stimmt. Aber das ist vergift, also du vergiftest so ein Gespräch damit, wenn du manchmal ein bisschen diplomatischer wärst, wäre das vielleicht ganz cool. Also mir gegenüber brauchst du es nicht sein. Das Ding ist einfach, eine vergiftete Gesprächsatmosphäre beschleunigt, dass die Ergebnisse, die sowieso am Ende kommen, halt eher zutage kommen. Weil, wenn man wenig Zeit hat, weil man schon vergiftet ist, dann kommt man mal aufs Wesentliche. Du kommst jetzt aber nicht mehr durch die Tür. Gerade eben hättest du noch durch die Tür gekonnt. Es gibt immer einen Zaun. Und dann hätte die Tür nur von jedem gehört, wie toll sie ist und wäre immer abgehobener geworden, bis irgendwann dann mal jemand gesagt hatte, hier, so nicht, ich mach dich jetzt kaputt. Man muss die Leute ja auch mal ebnen. Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Auffassungen. Das kann allerdings sein. Man kann ja auch Leuten, oder auch Türen in diesem Fall, sagen, also eine Meinung äußern, nur ein bisschen anders verpackt, weißt du? Freundlicher verpackt. Ja, aber wozu? Um die Gefühle nicht gänzlich in die Bresche zu hauen. Ja, aber wozu? Ja, damit du noch durch die Tür kannst. Damit ich noch was? Damit du noch durch die Tür kannst. Ja, aber muss ich ja nicht, wie gesagt. Schlimm mit dir. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ist aber, ist aber nur halb so wild. Aber wo wir gerade mal so schön im Hausflur umstehen, wollte ich ja noch mal diese Klingel hier nicht betätigen, sondern hier mal klopfen. Er tut auch selbiges. Dann wird nach kurzer Zeit Herr Satim öffnen. Guten Tag, ich vernahm die Stimmen von David und zweifellos angenehme Wortwahl eines Nöckers. Yep. Moin. Ach. Also Herr Satt, wie sieht's aus? Ich hab hier irgendwie... Claudius, sei doch erst freundlich und stell dich erstmal vor. Oder, ne? Claudius, aber weißt du da eh schon, ich kenne euch doch. Achso, ja. Nee, ich meinte die Slua, die wissen da wie ich heiße. Der kennt doch auch meine Unterhosengröße. Also, ich habe 4 Tage Zeit mit und ich bräuchte vielleicht einen Trank gegen irgendeine ganz merkwürdige Verwandlung. Kommen wir ins Geschäft. Wir kommen sicherlich ins Geschäft, wenn es dir gelingt, während unseres Vertragsabschlusses dich aufs Wesentliche zu konzentrieren und Kommentare gegenüber meiner Einrichtung, meiner Gebaren, meines Aussehens, dem speziellen Geruch dieser Wohnung und meines Mündels zu unterlassen.
Hättest du auch sagen können, nein. Alter Stinkfuß, na gut. Dann würde ich das Zeitverschwendung nennen. Auf Wiedersehen. Soll ich vielleicht vermittelnd helfen? Nee, das ist nett, David, das ist nett. Aber, da komme ich mir auch scheiße vor, dann machen wir nicht. Herr Satten nickt höflich. Und wird die Tür dann wieder schließen. Was hast du denn für ein Problem? Ich habe ja kein Problem, aber... Verwandlung? Ja, nee, ich nicht. Guck mich an. Ich bin von weißem, edlen Teint, wie immer. Nur unterbrochen von meinen wunderschönen, spiralförmigen Bäckchen. Nee, Hanna hat irgendwie ganz merkwürdige Dinge. Ah. Sieht ein bisschen aus wie ein Champignon. Champignon? Nee, nicht so wie ein Nacktmull? Wie sieht ein Nacktmull? Holt sein Handy raus. Ey, doch, die sieht voll so aus wie dieses. Wie David. Ich hörte davon. Echt? Die hat sich kaum gezeigt. Ich gucke hier so einfach mit so einem wissenden Blick an, von wegen, wo wir hier sind. Ja, stimmt allerdings. Die Heinzelmännchen sind genauso schlimm wie die Slua. Ihr könnt auch die Klappe nicht halten. Also, ich meine, in einer anderen Art. Was meinst du denn, wie ist sie dazu gekommen? Wenn ich das wüsste, müsste ich nicht raten. Und raten liegt mir fern. Und Ahnung habe ich halt, wie gesagt, keine. Deswegen, ich meine, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, was weiß ich denn? Du hast nur 4 Tage Zeit, warum hast du nur 4 Tage Zeit? Nein, ich habe 4 Tage Zeit mitgebracht, als Bezahlung. Oh, ich verstehe. Ja, ich würde mal auf die Kacke hauen, wollte ich. Nein, nein. Ich verstehe, es ist heute der 26. Hä? Ja, ich dachte schon, ich hab verstanden. Das ist natürlich ärgerlich, ja. Was laberst du? Er holt eine Sanduhr raus, wo der Sand nicht abläuft und da ist quasi eine kleine Skala und der Sand ist gefüllt bis zu 4 Tagen. Oh. Beltane ist am 1., also im Wesentlichen in 4 Tagen, wenn du heute nicht mehr bezählst. Ja. Nee, aber also, ich meine, das hier hätte ich halt als Bezahlung angeboten. Okay. Interessant. Ich habe natürlich ein paar Vorräte. Also das sind jetzt so ziemlich alle, weil ich mache halt damit Experimente. Aber du bezahlst für sie? Warum? Welch netter Kerl bin, du Arschgesicht. Ist da etwa was im Gange? Was soll denn das heißen? Jetzt pass mal auf. Nur weil ich ein dreckiger kleiner Weep bin und nur weil ich mir ab und zu mal zu Lollis einen runterhole, bin ich nicht pädophil, dass wir uns da mal verstehen. Die Leute bringen das gern durcheinander, aber Fantasien darf man haben, solange man damit nur mit seinen Händen in der Hose bleibt. Oha, wie alt ist die denn? Und außerdem sind gezeichnete Figuren sowieso fremd von der Realität, dass diese ganzen Spackos, die dann wieder heimlich 50 Shades of Lame lesen, mal die Fresse halten können. Wie alt ist die Kleine? Hanna ist 17. Und er? Der ist Mitte 20. Irgendwie Anfang Mitte 20. Guck hier an. 17 ist jetzt nicht so das unschuldigste Alter, sorry. Ey, du, ich kenne die so lange, das ist einfach,
Du, die wohnt seit 4 Jahren bei mir. Ich muster ihn mal. Und ich weiß auch nicht genau, wie du auf die Idee kommst, mein Junge. Du musst es, ja was möchtest du denn wissen? Ja, ich möchte wissen, ob der mich gerade kackfrech dreist anlügt, dass der eventuell doch was für sie... An Empathie 3 hat sich nichts geändert, ne? Ski. Er meint das absolut ehrlich, er ist wirklich angewidert von den Gedanken. Das ist echt ärgerlich für die Kleine. Ne? Es ist der Gesichtsausdruck, wie wenn jemand David fragen würde, ob er sich nicht für seine kleine Schwester interessiert. Naja. Ich hätte da so ein Gerücht eines Gerüchts eines Gerüchts gehört. Bah, weißt du, woher Gerüchte kommen von Leuten, die nie ihre Fresse aufmachen, wenn es angebracht wäre, sondern, weißt du, ich hab doch, das ist die falsche Art von hier vergifteter Atmosphäre. Gerüchte sind mir eben echt ziemlich. Aber diese Gerüchte besagen, jetzt halte ich fest, dass das bei ihr anders ist. Und das nennt man Sexismus. Nee, dass sie quasi Gefühle für dich hat, Junge. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Nicht wo? Ihr unterstellt einer Heranwachsenden, dass da irgendwas in die Richtung wäre, weil sie Zeit mit dem Typen verbringt, der quasi ihr großer Bruder ist. Ohne Beleg, mit nichts als einem Blick, der vermutlich mal wieder von irgendjemandem aufgeschnappt wurde und dessen Leben so unfassbar öde ist, dass er da gleich wieder Welten und Kriege reininterpretieren muss. Oha. Ja, das kann natürlich sein. Das ist, wie gesagt, nur ein Gerücht, eines Gerücht, eines Gerücht. Ne? Also. Das ist okay und ich weiß, dass manche Leute sehr gerüchtaffin sind. Das ist auch in Ordnung. Manchmal... Also jeder hat so ein Guilty Pleasure. Ich, nicht. Oder so. Weißt du was? Ich mach mich mal schlau, ob man nicht irgendwas gegen sowas tun kann. Nee, lass mal. Eigentlich weißt du gar nicht, dass mit der was ist. Naja, nicht von dir. Das ist richtig. Nee, das kommt am Ende auf mich zurück, da bin ich kein Freund von. Alles klar. Es gibt in diesem Kuhkaff bestimmt noch andere Alchemisten. Stimmt. In der Nähe kriege ich bestimmt kein Robbenfleisch, aber das ist ja nicht schlimm. Das gibt's bestimmt. Sollten nun nicht irgendwelche Zutaten vergessen. Bitte? Sollten dann nun nicht irgendwelche Zutaten vergessen, das ist immer so schlecht. Ja, das wäre schlecht, aber dann baue ich eine Alchemisten-Vernichtungsmaschine. Und ich habe Bock und Zeit. Stimmt, 4 Tage hast du mindestens. Ja, die 4 Tage, die habe ich auch noch übrig, stimmt. Aber ja, mal gucken, wie viel der andere will. Vielleicht werde ich jetzt mal nicht ganz auf die Kacke hauen, um meine dicken Eier zu zeigen, sondern ich biete ein bisschen weniger. Gut, ich mache mich auf den Weg, David, es war sehr nett. Ja, komm mit, du musst ja rückwärts raus. Ja. Ja, ich lasse ihn quasi so, dass er über den Zaun... Er stellt sich etwas ungeschickt an, über den Zaun zu klettern, aber naja. Der Zaun ist eigentlich gar nicht so hoch, aber da hinten ist halt direkt dichtes Buschwerk, damit euer Garten quasi verbogen ist, deswegen ist es ein bisschen... Ja, ich werde Tage mal einen Hocker für den Nöcker bauen. Das ist aber freundlich von dir. Ja, damit du dann besser drüber kommst. Sehr gut. Getarnt als Dekostein, du hast mich gesehen. Ist ja. Und da muss ich erstmal die Tür wieder beruhigen. Na, die
Mit der bist du eigentlich jetzt nach der Aufrüstungsaktion und allen schon recht dick. Also die, man kann nicht immer was für seine Freunde, David, ich verstehe das. Beziehungsweise Freund, das ist ja vermutlich eher ein jemand, der deine Dienste in Anspruch nehmen muss, weil er sich selbst nicht zu helfen weiß. Aber irgendwie muss man ja sein Geld verdienen, ich verstehe das. Es tut mir trotzdem außerordentlich leid. Und, Das muss es nicht, ich stehe über diesen Kerl. Sehr gut. Das ist genau das, wollte ich dir auch raten. Nee, es ist, ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, er muss hier nicht, also er kommt hier nicht mehr durch die Tür. Also das ist, also ist jetzt unerwünscht, dass er hier durchgeht. Das ist wirklich ausgesprochen freundlich von dir. Ja. Du weißt doch, wer meine Freunde beleidigt. Ja? Der beleidigt mich. Ach so, ist, ja. Ja, das ist, das lasse ich ja nicht auf uns sitzen, ne? Ja, das ist wirklich sehr freundlich von dir. Naja, ich muss mal kurz nach oben. Danke auf jeden Fall erstmal. Und, sorry. Kein Problem. Ja, ich verschwinde nach oben. Vielleicht ist sie ja da. Sophie? Mhm. Nee, die ist gerade noch kurz unterwegs. Ganz kurz, Flummi. Ja. Du, pass auf. Pass auf. Du hast immer gedacht an dem Tag, und widersprich mir nicht oder es knallt, dass man muss ja ab und zu mal sein Heinzelmännchen appreciaten. Und der ist ja, wie er dir vorher sagte, aufgebrochen in die Freistadt, um um sich an Robbenledergerbung zu versuchen. Aha. Ja, und Sophie hat was gekocht. Na, ich dachte eher, dass du vielleicht mal Davids Mesche mitnimmst zu Marta mit deiner zusammen, weil das ja doch mal auch Fußwege sind. Ach so, ja, von mir aus gehe ich zu Marta, ja, kann sein. Gott sei Dank. Bla bla bla, pass auf. Du wirst ja auch zwischendurch irgendwann mal ab und zu seltener bei ihr gewesen sein. Ja. Und ihr seid ja natürlich nicht ganz so viel am Erzählen. Aber manchmal wird sie natürlich auch dir ein bisschen Tratsch da legen und du wirst natürlich höflich interessiert scheinen. Sie ist ja jetzt auch nicht furchtbar. An dem Tage hat sie aber wenigstens, pass auf, also nach einer Weile guckt sie dich halt so ein bisschen halb mitleidig an. Also, das ist meine. Hm? Also ich weiß ja auch, dass ich weiß ja auch gar nicht, wie das, also wer das muss, also das sollte man ja auch nicht, aber jetzt ist es ja nun mal raus und man kann auch, niemand, man, was ich dir sagen will, gib einfach nichts auf die ganzen Schlechtmacher, die sind alle neidisch, die sind alle eifersüchtig und auch wenn hier dein Kamal, wenn der jetzt nicht ganz so übermäßig ausgestattet ist, das ändert ja nichts. Man kann ja trotzdem einfach, ne, wenn man sich liebt, ne, wenn man da, und ja, dann kann man ja da auch warte, entschuldige, wenn ich jetzt deinen Redeschwall unterbreche, aber wovon sprichst du? Ja, manche erzählen ja, also so, und da kommt, es kam halt nach irgendwann jetzt um auch vor ein paar Wochen, ne, da kam das halt ab und zu an der einen oder anderen Stelle ins Gespräch. Ja, dass der halt, ja, dass das Frauenglück eben, ne, meine, nicht ganz so, ne, aber das ist ja auch nicht schlimm. Aha. Ich wollte nur sagen, lass dir da gar nichts einreden, lass dir das gar nicht mitmachen, die sind neidisch.
Alles klar, danke. Und hier die Else, die hat hier dann noch was. Das Schlimme ist ja, wenn sowas einmal raus ist, dann dreht sich das ja immer weiter. Die Else, der habe ich auch gleich was erzählt, als die meinte hier, dass es von dir überhaupt erst irgendwie in die Welt gesetzt geworden, ne? Weil du irgendwie da, da irgendwie einen Groll hattest oder so. Ich hab dir gleich gesagt, nee, so eine, die Sophie, weißt du, die ist nicht immer eine leichte Gesprächspartnerin, also nimm's mir nicht übel, ne? Die ist nicht immer eine leichte Gesprächspartnerin, die ist manchmal sehr still, da weiß man nicht, was man denken soll, die würde sowas nicht erzählen. Die würde da auch nicht, also wenn's da mal Streit gegeben hätte, also ginge mich auch gar nichts an, ist mir, also, ne? Wenn's da was gegeben hätte, dann hätte Sophie garantiert das nicht in der Öffentlichkeit. So eine ist es nämlich nicht. Das ist richtig. Das habe ich aber auch gleich mal. Also die kriegt hier so ein paar schwarze Keksabfälle das nächste Mal. Sophie lächelt. Sie guckt dich auch aufmunternd an. Wird dann resolut gegen die Waschmaschine treten. Damit quasi der Deckel aufgeht. So, ich würde das jetzt noch schnell gleich bügeln. Ne, es ist ja schnell gemacht. Du willst immer keine Bügelfalte, ne? Richtig. Ne, ich kann auch eine ganz dezente. Willst du nicht, ne? Ja, gut. Dann mache ich das ganz schnell. Und Das ist total lieb von dir, Martha. Dankeschön. Na klar. Nimm die hier einfach. Ich habe da eine kleine Obstschale, ne? Obstschale ist übrigens gut. Das ist ein Fatscher Salat. Danke. Sie wird dann nach hinten gehen, das Zeug bügeln, die aushändigen. Und jetzt kannst du zurück zu David. Ich gehe zurück zu David. Outgame in 4 Tagen ohne heute das Belt hängen. Okay. Ja, sie geht nach Hause. Kommt irgendwann hoch in die Wohnung, wird vermutlich David treffen und ihm direkt seinen Wäschekorb in die Hand drücken. Ja. Sehr schön, danke. Ich dachte, ich bringe die Wäsche mal zum Waschen. Du hattest ja auch schon einen Riesenberg. Ja, danke schön. Und was sagt Martha? Viel. Wie immer. Schön. Ich hoffe, du hast dich schön gegrüßt bei mir. Aber selbstverständlich. Das war direkt das Erste, was ich getan habe. Schön. Ja, Mensch. Dann kann ich das ja schon mal von meiner Liste streichen. Wieso redest du eigentlich gerade wie Martha? Möchtest du mir irgendwas sagen? Nein. Okay. Sollte ich? Nee. Oh, Oh, Dings. Verdammt, wie hieß das? Weiß ich nicht. Gib viele Ers. Ich habe ja selten Namensschwierigkeiten. Unser kleiner Nöckerfreund. Claudius. Claudius, genau. Der war heute hier. Claudius war hier? Yep. Was wollte der denn? War er wieder mit seiner Zeitlupe beschäftigt? Nee, er wollte mit dem Herrn Satz sprechen. Und kam dann halt auch vorbei und hat mich in der Freistadt besucht. Aha. Ja, und dann hoffe ich, dass er erfolgreich war. Ja. Er suchte nach einer Möglichkeit, ein gewisses Malheur auszugleichen. Hat er sich eingeschifft, oder? Nee, seine Mitbewohnerin, seine kleine Schwester, ist wohl anscheinend haarlos geworden. Mhm. Mhm. Hat sie versucht, sich die Haare zu färben, oder? Nee, sie sieht eher aus wie ein Nacktmull. Mhm. Und die App ist im Arsch, im Übrigen. Warum das? Weil sie jemand kaputt gemacht hat. Irgendjemand Warum? Hat zu viel Banalität gefressen und hat damit das Netzwerk zerstört. Das ist scheiße. Ja, ich fand die App auch ziemlich cool.
Naja, wie dem auch sei. Seine kleine Schwester braucht halt auf jeden Fall jetzt irgendwie die Möglichkeit, wieder hübsch auszusehen für Beltane. Und das ist natürlich ärgerlich. Und sollte sie sich eine Perücke zulegen? Ja, wahrscheinlich. Er sucht auf jeden Fall gerade nach, einem gewissen Alchemisten, der eventuell helfen kann, aber Herr Satt war nicht dazu in der Lage anscheinend. Oder wäre vielleicht in der Lage gewesen, aber der Deal ist nicht so schnell gekommen. Tja. Ach, ich sag mal, immer von hinten es hätte sicherlich eine Möglichkeit gegeben, wenn er nicht bereit war, das zu machen, dann schien es nicht so wichtig gewesen zu sein. Er hat halt Prinzipien, ne? Die mehr wert sind als seine kleine Schwester. Offensichtlich. Und dann würde ich sagen, es ist nicht sein Problem, sondern ihrs. Das ist wohl richtig. Und sonst? Vielleicht kann man ihr dabei helfen. Wobei helfen? Ja, das wieder loszuwerden. Warum? Also, tu dir keinen Zwang an, aber... Ich gucke sie ein bisschen scheltend an. Weil ich weiß ja Dinge, von denen sie nicht weiß, dass ich sie weiß. Was weißt du denn für Dinge? Du hast ihren Namen gegenüber Kamal erwähnt. Und ich habe es gelauscht. Stimmt, ja. Also konnte ich mir das schon denken, wer daran schuld ist. Wie gesagt, also tu dir keinen Zwang an. Du wirkst unzufrieden. Ja, dieses ganze Hin und Her muss ja nicht unbedingt sein, oder? Welches ganze Hin und Her? Er hat mir weh getan, ich tu dir weh, ui, ui, ui. Würdest du mir bitte erklären, wovon du redest und dieses Mal nicht um den heißen Brei rumreden? Wenn du mir was sagen willst, dann tu das bitte. Das macht uns beiden das Leben leichter. Deine kleine Reaktion? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Hör auf zu grinsen. Du bist eine schlechte Lügnerin manchmal. Wenn ich mir keine Mühe geben muss, sicherlich. Du weißt es doch sowieso schon. Man hört so Dinge. Besonders wenn man sich Mühe gibt, zuzuhören. Informationen sind immer wertvoll. Manchmal ist es aber auch besser, seine kleine Knubbelnase aus Dingen rauszuhalten, die einen nichts angehen. Maybe. Sure. Also, hast du sie vor, noch weiterleiden zu lassen? Bitte? Hast du noch vor, sie noch weiterleiden zu lassen? Wann das aufhört, darauf habe ich keinen Einfluss. Oha. Das ist aber unfair. Warum? Kannst du da nicht irgendwas tun dagegen? Nein. Ja, du hast es ja schließlich auch ausgelöst. Das stimmt. Aber der Traum hat seinen eigenen Willen. Das ist wohl richtig. Was hast du denn genau gemacht? Das, mein Lieber, ist eine Sache, die du vermutlich nicht verstehen wirst. Selbst wenn ich versuchen würde, sie dir zu erzählen und zu erklären. Ich weiß nur, dass ich aussehe wie ein Nacktmull gerade. Naja. Du
Würde es helfen, wenn sie sich bei dir entschuldigt? Wie gesagt, ich habe darauf keinen Einfluss. Das habe ich ernst gemeint. Oh Mann. Das ist natürlich ärgerlich. Warum ist das ärgerlich? In 4 Tagen ist halt dieses große Fest. Und? Sie sieht aus wie ein Nacktmull. Das ist echt schon unfair für sie. Wieso ist das unfair für sie? Naja, ich glaube, sie hat schon genug gelitten, oder? Nein. Kleines rachsüchtiges Kind. Ich bin nicht rachsüchtig, David. Das hat damit nichts zu tun, aber ich lasse mich nicht gerne auf der Nase herumtanzen. Und wenn ich ihr das jetzt durchgehen lasse, dann wird sowas immer wieder passieren. Und darauf habe ich keine Lust. Und wenn sie Scheiße baut, sollte sie lernen, mit den Konsequenzen umzugehen. Und gerade Pubertierende schreien danach, dass man ihnen Grenzen setzt. Das stimmt. Man kann ja Gnade vor Gericht erwarten. Die Strafe ist ja schon abgegolten jetzt. Dann wäre der Lerneffekt nicht da. Es muss wehtun. Dann lernen sie. Ich glaube, das tut schon ganz schön weh. Naja. Ist nicht meine Sache. Das stimmt. Und es ist nicht permanent. Keine Sorge. Das ist schon mal gut. Ich hoffe nur, dass es dann halt keine Rückschläge gibt. Letztes Mal waren auch die Leute in deiner Umgebung betroffen. Wovon sprichst du? Ja, nicht, dass sie sich jetzt an noch jemanden aus deiner Umgebung rächt, aka mir oder sonst irgendwem. Oder unserer Freistadt oder, ne? Ich denke nicht, dass sie das tun wird. Für mich ist die Sache damit beendet und vergessen. Hm. Und ich denke auch, dass sie sich das überlegen wird. Okay. Hast du vor, mit ihr darüber zu reden? Ich werde noch mit ihr sprechen, ja. Ah, dann ist ja alles. Ach ja, David? Mhm. Das bleibt unter uns. Was? Dieses Gespräch. Dass du daran schuld bist. Ja, das ist. Ich möchte nicht sagen schuld, aber ja. Ja, dass du es verursacht hast. Sie war der Initialauslöser, sie trägt in deinem Sicht die Schuld, aber du hast es verursacht. Ich weiß nicht, ob es da noch eine andere Sicht gibt, ihre möglicherweise, aber ja. Sehr wahrscheinlich. Kein Problem. Von mir? Zieht sich einmal mit deiner Hand über die Lippen. Erfährt niemand was. Mhm. Weder ein Wort, noch Schrift, noch Bild. Ja. Gut. Sollen wir darauf schwören? Brauchen wir einen Zeugen? Nein. Na siehste. Ich gehe davon aus, dass du auch mal so die Klappe halten kannst. Ich bin tief verletzt. Weswegen? Weil du mir unterstellst, dass ich nur rede. Du hast schon gehört, dass ich höre auch sehr verflissen zu. Das stimmt. Das kann man nicht, wenn man die ganze Zeit redet. Das stimmt. Siehst du? Na gut, ich gebe mir meine Wäsche wegräumen. Sehr gut. Essen ist übrigens in 10 Minuten fertig. Ja, das stimmt. Ich habe es auf den Herd gestellt. Vorhin. Irgendwann mal. Hm. Habe ich vergessen, den Herd anzumachen? Aber das ist okay. Das ist kein Problem. Entschuldigung. Sonst wäre es jetzt auch schon verkocht, glaube ich. Ja, das stimmt. Das könnte sein. Martha hat mich wieder nicht gehen lassen. Glück gehabt. Ja. Vielleicht habe ich den Herd auch absichtlich nicht angemacht, deswegen, ich weiß es nicht mehr. Das hätte ich jetzt auch gesagt an dieser Stelle. Ja, ich versuche...
Ja, denn. Sophie kopfschüttelt in ihr Zimmer. Ja. David kommt halt mit und nimmt halt seine Klamotten und packt sie bei sich ins Zimmer. So ist das nicht. Schließlich noch einiges zu tun und dementsprechend kann er sich nicht den ganzen Tag damit aufhalten mit dir zu. Ah. Mhm. Jetzt frag mich nicht was. Was denn? Ach, verflucht. Sophie. Aufräumen. Nee, ich lasse dich schon von der Leine, du hast schon genug zu tun. Sophie. Mhm. Was hattest du noch mal für ein Bildchen malt nach Feenkarneval? Oh. Oh Gott. Es hatte irgendwas mit einem gefrorenen Herzen zu tun. Und diesem Typen, diesem temporären Grafen. Temporärer Graf mit, ich weiß nicht, ob's aufgerissen oder aufgeschnitten oder aufgeklappter Brust. Aufgerissen war es, glaube ich. Na Juti. Und da mit einem Herz mit ein bisschen Eis drumrum, sagst du. Du packst deine Klamotten weg und findest dieses Gemälde. Oder diese Zeichnung. Wie ist das eigentlich? Warte mal, die korrekte Bezeichnung ist nicht Malerei. Es ist ja nicht. Nee, du machst ja gar nicht so viel mit Kohle, ne? Doch, mitunter macht sie auch was mit Kohle, aber. Dann ist es eine Zeichnung, ne? Ja. Okay. Aber das war keine Kohlezeichnung. Also. Ist auch egal. Also vor diesem Ding. Und die findet das auch nicht. Die hat sowas meistens in dann in irgendeiner Form schon entweder in einem Ordner oder in einem Skizzenbuch. Aber das kann doch durchaus mal aufklappen. Als ob du nicht manchmal durch deine Ordner gucken würdest. Deswegen liegt der da. Ja. Jotti. Folgende Geschichte. Hochkönigin Eilund blickte mit Verachtung auf ihre Kinder. Offene Gewalt, plump ausgetragene Feindschaft und fehlende Ansporn, die Geheimnisse der Magie zu erlernen. Also rief sie die mehr oder weniger heimlichen Anführer und ihre ersten beiden Sprösslinge zu sich. Sohn Büsmiel und Tochter Kukabra. Und sie verkündete, dass sie die tiefen Lehren der Magie sowie einen mächtigen Schatz in einem ihrer vielen Anwesen und Ländereien versteckt hätte. Bewacht von magischen Dienern, die man mit Waffengewalt nicht bezwingen, und verborgen hinter Flüchen, die man ohne des Lösens eines Rätsels nicht brechen kann. Entsprechend haben sich ihre Kinder fieberhaft nach diesen Mächten natürlich umgesehen, weil am Ende war die Hoffnung, dass man vielleicht selbst ihren Platz einnehmen könne. Die Elund waren ja schon immer ein bisschen motivierter in mancher Hinsicht. Natürlich haben sie, um an manche Geheimnisse zu kommen oder an das große Geheimnis halt, ein gesundes Maß an Tücke und Hinterlist entwickelt. Man musste sich ja auch gegenseitig ausstechen. Und mit der Zeit misstrauten die Söhne immer mehr den Töchtern, denn die haben sich am Ende versammelt hinter diesen beiden ersten Kindern. Immerhin kamen die ja auch beide zu ihr, ne? Die Töchter waren es als erstes, die erkannt haben, dass es keinen Schatz gibt, sondern dass die Hatz und der Kleinkrieg beziehungsweise die daraus gezogenen Lehren das Geschenk der Mutter Eilund waren. Allerdings fürchteten, und so fürchtetest auch du, die wachsende Macht der Brüder und dass die auf dumme Ideen kommen würden, zum Beispiel sich mit Waffengewalt das Wissen ihrer Schwestern zu sichern, um an das Artefakt zu gelangen. Denn die glaubten noch immer daran und sie glaubten, dass die Mutter Eilund ihren Söhnen und Töchtern jeweils die Hälfte eines Schlüssels mitgegeben hätte, verborgen, um an jenes Artefakt zu gelangen. Die Schwesternschaft selbst führte allerdings jetzt nicht besonders viele fähige Krieger in ihren Reihen und, ich sag mal, das kompromisslose Ränkespiel der vergangenen Jahrzehnte ließ auch, ich sag mal, bezahlte Söldner ihnen eher misstrauisch gegenüberstehen.
Also ersahnen sie eine List und gelangten schließlich in die, der Anführer der Bruderschaft, Büsmiel. Sie gelangten quasi an ihn und wurden ihm habhaft. Und in einem, so erzählt man sich, grauenhaften und, naja, ich sag mal, wenig christlichem, aber das ist ja auch das Wichtigste, das ist wenig christliches Ritual, entnahmen sie sein Hirn bei lebendigem Leib und ließen es für immer im Eis erstarren, sodass kein männlicher Aelun je einen wichtigen Titel noch tiefe Einsicht in die Lehren des Hauses erlangen konnte und damit verdammt waren, für ewig Kammerdiener und einfache Ritter und Totschläger zu sein. Da Feen natürlich aber romantisch veranlagt sind und Menschen plump und einfallslos sind und in der Zeit noch dachten, das Herz wäre irgendwie das wichtige Organ und nicht das Gehirn zum Denken, wurde irgendwann aus dem Hirn ein Herz. Das ist wohl der größte Schatz der Elund. Die Geschichte hast du vor Ewigkeiten das letzte Mal gehört. In deinen letzten paar Leben auf jeden Fall nicht. Vermutlich ist sie so gut wie vergessen. Sof, du kleine Kanalratte. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Päuschen. Wann haben wir angefangen? Der, die ungefähr um 9, ne? Ja, genau. Dann passt das jetzt, ist die Hälfte.